Einen schönen Abend. Herzlich willkommen an der BOKU. Ich freue mich im Namen des Rektorats und des Technologietransfers der BOKU, dass die Open Science Vorlesungsreihe auch bei uns vorbeikommt. Dank dir, Georg, dürfen wir auch hosten. Ich will gar nicht viel darüber reden, außer dass es danach bei den intensiven Diskussionen, die ich erwarte, dann ein bisschen eine Stärkung hinten gibt, Weinsaft, Mineralwasser, und bitte dann einfach nachher selbst bedienen. Ziel ist, dass wir heute um 21 Uhr rausgehen. Aber bis dorthin fühlen Sie sich wohl und viel Vergnügen. Danke. Okay, also Zielvorgabe sollte schaffbar sein. Ich komme auch von mir zur Open Science und Bürgerinnenwissenschaftsveranstaltung, der dritten Veranstaltung im Zuge der Open Science Lecture Series. Mein Name ist Stefan Kasperger, ich bin bei Open Knowledge Österreich im Board aktiv und hauptsächlich zum Thema Open Science und bin auch der Gründer von Open Science ASAP. Und heute werden wir uns um die spannende Kombination von offener Wissenschaft mit Bürgerinnenwissenschaft beschäftigen. Aber bevor ich noch ein bisschen was zu dem, was wir heute machen, sage, noch etwas Grundsätzliches zur Lecture Series an sich. Mit diesem Link kommt ihr zu der Seite, wo alle 5 Lehrveranstaltungen aufgelistet sind. Es sind dort auch schon von den ersten 2 Veranstaltungen die Videos zu sehen, die sehr, sehr schön aufbereitet auch zum Nachsehen vorhanden sind. Die Open Science Lecture Series ist eine Kooperation zwischen dem WTZ Ost und Open Science ASAP und der Open Knowledge Foundation Österreich. Und wir haben jetzt 3 Vorlesungen und am Schluss haben wir jetzt dann noch 2 Workshops mit jeweils 5 Stunden. Beim ersten Workshop am 7. April an der Universität Wien geht es darum, dass wir gemeinsam Seminararbeiten befreien wollen. Also verlorene Seminararbeiten finden auf unseren Laptops, Computern und so weiter und die dann so aufbereiten, dass man sie ins Web stellen kann, unter einer freien Lizenz allen zugänglich macht und dann auch noch kommuniziert, dass da offenes Wissen vorhanden ist. Und beim letzten, es wird ein sehr experimentelles und auch ein für mich persönlich ein sehr spannendes Format werden, da werden wir uns der Idee von Kollaboration und Offenheit in der Kunst beschäftigen, in einem sehr, sehr experimentellen, praktischen Format, wo wir mit jungen Kunststudierenden oder generell interessierten Leuten schauen wollen, wo eine Öffnung zu mehr Kollaboration in der Kunst führen kann. Genau, dann zur Veranstaltung heute. Das sind die verschiedenen Teilnehmerinnen an dem inhaltlichen Ausarbeiten. Stefan Kasperger, wie gesagt, das bin ich. Dann haben wir Florian Heigl von der BOKU Wien, Daniel Dörler von der BOKU Wien, Lucia Malfent von Open Innovation in Science, vom Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Und Barbara Kieslinger und Theresa Schäfer waren in der Ausarbeitung der Inhalte im Vorfeld mit dabei. Die haben leider beide heute schon seit langem einen Termin fixiert gehabt und können daher nicht vor Ort mit dabei sein. Genau, und zusätzlich auch noch die Citizen Science Österreich Plattform ist auch Kooperationspartner und in diesem Fall eben auch die Universität für Bodenkultur Wien und das Zentrum für soziale Innovation, eben wo Barbara Kieslinger und Theresa Schäfer mit dabei sind. Okay, so, also heute wird es zu Beginn mal 2 Einführungen geben. Es kommt eine Einführung in, was ist Open Science an sich mal, dann eine Einführung, was ist Citizen Science, ich glaube es ist umgekehrt, aber das ist jetzt egal, was ist Citizen Science, dass man mal versteht, was diese beiden Konzepte für sich alleine dastehen sind, dann ein bisschen, warum wir das kombinieren wollen. Und dann wollen wir entlang des ganzen wissenschaftlichen Prozesses, den ich sehr, sehr
pauschal gehalten habe, schauen, wo eine Öffnung des wissenschaftlichen Prozesses und eine und mehr Beteiligung mit Bürgerinnen zu Synergien führt und zu neuen Möglichkeiten führen kann. Und dann am Schluss wird es noch eine Fragerunde geben, also wir haben auch so 20, 30 Minuten Zeit eingeplant, damit die auch zu Wort kommt. Und dann eben auch noch ein Buffet. Und was wichtig ist, wir haben diese Lehrveranstaltung jetzt mehr oder weniger in kurzer Zeit, in der Freizeit auch, glaube ich, hauptsächlich ausgearbeitet. Und es ist ein erster Versuch, diesen doch sehr breiten Themenkomplex miteinander zu kombinieren. Und es gibt dahingehend auch, also in der Recherche habe ich eigentlich nichts gefunden, das diesen breiten Ansatz, den wir heute präsentieren, widerspiegelt. Es gibt einzelne Projekte, die sich einzelne Aspekte annehmen. Aber diese doch sehr breite und auf den gesamten Prozess betrachtete Perspektive gibt es nicht. Daher freue ich mich auch schon sehr auf Feedback am Schluss und dürft auch gerne persönlich zu mir kommen. Und die Idee ist eben auch das, dass man das jetzt als Kickoff mal verwendet, um ein Skriptum aufzubauen, um eine Wissenssammlung zu machen zu den Themen und das auch über die Zeit reifen zu lassen. Genau, und bevor wir die Einführung machen, eben noch kurz, warum Open Science und Citizen Science. Und ein wichtiger Punkt ist eben die Verbindung und die Abgrenzung der Begriffe. Es sind beides Buzzwords, die in der Wissenschaft, Politik und in der, im Förderwesen sehr, sehr präsent sind. Und ich habe selber auch schon immer wieder gehört, dass das eine und dasselbe ist wie das andere. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die helfen stellenweise, die verschränken sich gut, ganz gut stellenweise, aber Bürgerinnenbeteiligung ist etwas ganz was anderes als die Öffnung der Ergebnisse und der Materialien, die im wissenschaftlichen Prozess anfallen. Und es geht dabei auch ein bisschen darum, dass man einer Verwaschung dieser Begrifflichkeiten auch entgegenwirken kann, indem man substanziell ausarbeitet, was sind die Grenzen, was sind die Inhalte dieser Begriffe. Ein weiterer Grund ist, dass es Querschnittsthemen gibt, die sehr, sehr wichtig sind und auch sehr, sehr noch im Diskurs sich befinden. Also das Thema Datenschutz und Urheberrecht ist für beide Punkte ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dahingehend gibt es eben auch ein gegenseitiges Interesse und die Kombination von beiden macht auch wieder ein paar neue Probleme und Fragestellungen sichtbar. Und eigentlich der wichtigste Punkt ist sozusagen so eine ganzheitliche Kreislaufsicht sozusagen zu betrachten, dass wenn man Wissenschaft öffnet und Bürgerinnen mit reinbringt und dann sozusagen das, was Bürgerinnen beitragen, auch wieder öffnet, können wieder neue Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen drankommen und sozusagen kann man eigentlich das immer die ganze Zeit weiterführen und auch immer wieder neue Forschungsfragen ausarbeiten. Also durch das, dass es keine Barrieren gibt zwischen institutioneller Wissenschaft, Bürgerinnenwissenschaft und was andere Leute auch immer mit wissenschaftlichem Wissen anfangen wollen, ist das eigentlich ein innovativer Prozess, der nicht abtrennbar ist. Und eben auch mehr Effizienz, weil wenn man Sachen sichtbar macht, gibt es weniger doppelte Forschungsarbeit, man kann auf bereits getätigter Arbeit aufbauen und wieder was Neues generieren. Und wir wollen eben heute auch ein paar Best-Practice-Beispiele zeigen, wo einige dieser Aspekte sehr, sehr gut umgesetzt sind. Genau, dann haben wir hier die erste Einführung zum Thema Bürgerinnenwissenschaft, also Citizen Science. Dann bitte ich Daniel und Florian bitte aufs Podium. Also zum Podium. Ja, ich darf gleich mal mit dieser Folie beginnen, die sehr übersichtlich gestaltet ist, mit einer Definition, wie fast immer zu Beginn einer solchen Einführung, werde ich jetzt mal kurz vorlesen. Und zwar, Citizen Science ist für uns aktives wissenschaftliches Arbeiten unter freiwilligem Engagement, meist aber nicht zwingend in Zusammenarbeit mit oder unter Anleitung durch professionelle Wissenschaftlerinnen und wissenschaftliche Einrichtungen, in dessen Rahmen neues Wissen geschaffen wird, also kein reines Bildungsprojekt. Diese Mitarbeit kann in einer oder mehreren Phasen des Projektes erfolgen.
Wichtige Aspekte drin für uns sind das aktive wissenschaftliche Mitarbeiten. Das heißt, für uns ist Citizen Science nicht, wenn man sich einen Sensor umbindet zum Beispiel oder ein Thermometer ans Fensterbrett stellt und dieser sendet automatisch Daten an die ZAMG. Das ist für uns noch nicht Citizen Science. Für uns ist es wichtig, dass man sich aktiv mit diesem Thema beschäftigt. Das nächste Wichtige darin ist, dass neues Wissen geschaffen wird. Also im Gegensatz zu einem Bildungsprojekt, wo persönliches Wissen generiert wird, also man lernt einfach persönlich dazu, ist es für uns wichtig, dass ein Wissen geschaffen wird, das bisher noch nicht bekannt wird, also Wissenschaft betrieben wird. Und am Ende noch, die Mitarbeit im Projekt kann in mehreren Phasen oder in einzelnen Phasen des Projektes erfolgen. Das heißt, es kann sein, dass die Citizens zu Beginn bei der Erstellung der Fragestellung mitarbeiten oder bei der Datenerhebung oder vielleicht am Ende sogar bei der Analyse oder bei der Veröffentlichung. In welcher Phase man mitmacht, ist egal. Im Gegensatz dazu bezeichnen wir nicht als Citizen Science Projekte, die mit ausschließlicher Beteiligung von Personen mit dem Projekt entsprechend professionell wissenschaftlichen Hintergrund geschehen. Dahinter steckt einfach Standardwissenschaftsprojekte an der Uni, die jetzt von Ökologen durchgeführt werden oder von Medizinern, wie auch immer. Also klassische wissenschaftliche Projekte sind noch nicht Citizen Science. Soweit sind wir, glaube ich, alle im Konsens. Dann auch noch Projekte von professionellen Wissenschaftlerinnen oder wissenschaftlichen Institutionen, in denen Personen zu ihrer Meinung oder Lebensführung befragt werden. Das heißt klassische sozialwissenschaftliche Projekte, wo Fragebögen an die Teilnehmer geschickt werden. Ja, das ist für uns noch nicht Citizen Science, nur weil man Personen einbindet in die Forschung. Beim dritten, Projekte von professionellen Wissenschaftlerinnen oder wissenschaftlichen Institutionen, in denen nur Daten über die Teilnehmerinnen gesammelt werden, sind klassische medizinische Projekte, wo man zum Beispiel Blutproben nimmt. Ja, das sind für uns auch noch Citizen Science Projekte, nur weil man die Bevölkerung einbindet. Und beim letzten Punkt, Projekte, in denen Teilnehmerinnen nur passiv Sensoren tragen oder betreuen und so Daten übermitteln. Wir haben das als nicht Citizen Science bezeichnet. Andere Arbeitsgruppen bezeichnen das sehr wohl als Citizen Science. Aber wie vorher schon erwähnt, hier fehlt uns die aktive Beteiligung der Teilnehmer. In dieser Grafik sieht man die Auflistung von Projekten. Und auf der X-Achse sieht man die wie die Projekttreiber zusammengestellt sind, also entweder nur aus Wissenschaftlerinnen bis hin zu rein gesellschaftlichen Akteuren. Und auf der Y-Achse herunten wieder, also die Wissensproduktion, die findet rein durch Wissenschaftlerinnen statt oder rein durch Bürgerinnen. Und Citizen Science Projekte befinden sich für uns hier in diesem Bereich. Also links unten befinden sich Projekte, wo es hauptsächlich um Datensammlung geht. Also wie im Moment zum Beispiel beim Projekt Roadkill, wo die Leute nur überfahrene Tiere melden, aber sich nicht weiter mit dem Projekt beschäftigen oder die Inhalte diskutieren, wie auch immer. Oder hier oben, Co-Created Project, hier könnte man das Projekt von Lucia Malfent einreihen, wo zusammen mit der Bevölkerung schon die Fragestellung entwickelt wird und man die Bevölkerung dann im Projekt weiter mit einbindet. Ganz rechts oben würden sich dann Bildungsprojekte befinden. Die zählen wir, wie gesagt, nicht mehr zu Citizen Science. Ja, wie schaut es jetzt aus mit der Geschichte von Citizen Science? Also da muss man auch ein bisschen vielleicht in die Geschichte der Wissenschaft kurz auch zurückgehen, weil die Wissenschaft als eigene Profession ist eigentlich noch nicht so wirklich alt. Die gibt es eigentlich erst so seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher haben die meisten Wissenschaftler, oder das, was wir jetzt als Wissenschaftler bezeichnen, haben einfach kein Geld gehabt, um die Wissenschaft zu betreiben. Sie mussten sich ja andere Profession suchen, um hier auch die Finanzierung zu haben, um ihrer Passion nachgehen zu können. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel, war heute auch schon groß in den Medien, Gregor Mendel, vor 150 Jahren hat er die Theorie der Vererbungslehre veröffentlicht, und Gregor Mendel war Mönch.
Er hat kein Geld gehabt, um seine Wissenschaft durchzuführen. Er musste Mönch werden, um das zu machen. Charles Darwin war auch Priester. Und von dem her kann man sagen, Citizen Science gibt es eigentlich schon lange, aber Citizen Science, wie wir es heute verstehen, gibt es eigentlich seit gut 100 Jahren. Da war damals das erste Projekt, das wir als Citizen Science Projekt, wie wir es heute verstehen, eben bezeichnen, der Christmas Bird Count der Audubon Society in den USA. Der Christmas Bird Count ist im Prinzip sowas, wie man es heute auch kennt, Stunde der Wintervögel, wo man Vögel zählt in einem gewissen Zeitraum. Einen richtigen Aufschwung hat Citizen Science jetzt in den letzten Jahren bekommen durch Web 2.0, durch die ganzen mobilen Technologien. Man kann Daten sehr einfach an Projektleiter und Leiterinnen schicken, man kann sehr einfach mitmachen, man hat ein sehr schönes Erhebungstool mit einem Smartphone und das geht relativ einfach und dadurch ist eben der große Aufschwung gekommen. Wie schaut es jetzt aus, Citizen Science in Europa und auch in der Welt? Hier auf dieser Weltkarte sieht man in grün alle Länder, aus denen es Publikationen aus Citizen Science Projekten gibt. Man sieht, das betrifft vor allem auch den englischsprachigen Raum, aber es verbreitet sich mehr und mehr. Wir haben hier auf der Liste auch noch auf dieser Karte auch noch aufgelistet die unterschiedlichen Organisationen, die es international gibt, die sich der Vernetzung von Forscherinnen und Forschern und auch Bürgern angenommen haben. Da wir hier zum einen mal zu erwähnen die Citizen Science Association in den USA oder auch die Australian Citizen Science Association. Aber auch in Europa gibt es sowas, das wäre die European Citizen Science Association, die als Dachverband in der EU bzw. generell in Europa auftritt und hier versucht, diese Methode auch in Europa weiter zu fördern. Wenn wir so ins nähere Ausland gehen, in Deutschland gibt es die Plattform Bürgerschaften Wissen, in der Schweiz die Stiftung Science Cité. Und in Österreich haben wir zwei Plattformen, eben Österreich Forsch bzw. www.citizenscience.at und auch das Zentrum für Citizen Science, das beim ÖRD angesiedelt ist. Jetzt muss man sagen, schauen wir uns mal an, wie ist Citizen Science in Österreich. Citizen Science in Österreich ist auch nichts Neues. Gibt es auch schon lange, hat sich aber bis vor wenigen Jahren auch nicht Citizen Science genannt. Sondern hat er dann so Namen wie Partizipationsprojekte etc. Da wäre als Beispiel zu nennen das Projekt Phenowatch der ZANG, das zwar nicht unter diesem Namen, aber das es schon seit 1851 gibt, das seit 1851 durchgeführt wird, wo Bürger und Bürgerinnen phänologische Daten an die Zentralanstalt melden. Also das sind die Merkmale vom Pflanzenwechsel der Jahreszeit. Es gibt sehr viele Citizen Science Projekte. Auf der Plattform Citizen Science.at listen wir jetzt 30 Projekte für Österreich. Und da gibt es viele verschiedene Arten der Beteiligung, wie Bürger sich auch wirklich einbringen können in diese Projekte. Am besten ist, man schaut einfach mal vorbei und klickt sich durch die unterschiedlichen Projekte durch. Dann kann man ganz viele Arten der Beteiligung auch finden. Es werden Konferenzen und Workshops organisiert. Es gibt die österreichische Citizen Science Konferenz, die jährlich durchgeführt wird, die heuer im Februar zum zweiten Mal in Lunds am See stattgefunden hat. Also im Moment liegt der Schwerpunkt von Citizen Science eindeutig noch in den Naturwissenschaften, aber das wird sich hoffentlich auch bald ändern. Es gibt aber auch natürlich schon Projekte im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Und diese Projekte werden auch nicht alle jetzt in ganz Österreich durchgeführt. Es gibt auch kleinere Projekte, die nur lokal sehr begrenzt durchgeführt werden und hier lokales Wissen auch nutzen. Und was man hier noch erwähnen muss, ist RRI, also Responsible Research and Innovation. Es hört sich jetzt alles sehr groß hochtrabend an. Responsible Research and Innovation ist ein Konzept, das berücksichtigt, dass Forschung und auch Innovation sich bewusst sein müssen, dass sie eine Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft haben. Dieses Konzept der Responsible Research and Innovation wird ganz stark von der EU vorangetrieben und beinhaltet eben diese sechs Punkte. Das wäre einerseits eben Engagement, das heißt die Beteiligung von unüblichen Akteuren, wie sie es nennen, in Forschungs- und Innovationsprozessen.
Dann Gender Equality, das heißt, Frauen sind in der Forschung und in Innovationsprozessen leider immer noch unterrepräsentiert und hier soll ein Anreiz geschaffen werden, um hier eine Gleichstellung herzubekommen. Science Education, das heißt, diese unüblichen Akteure, die hier eingebunden werden in diese Forschungs- und Innovationsprozesse, sollen auch etwas über die Wissenschaft lernen, sollen die Wissenschaft auch verstehen lernen. Open Access, dass die Ergebnisse dieser Forschung und Innovationsprozesse auch frei verfügbar sind für alle, dass sie leicht aufgefunden werden können. Ethics eben, dass sich die Forschung und die Innovation eben dieser Verantwortung auch bewusst ist, dass hier ethische Forschung durchgeführt wird und dass hier nicht unethische Projekte durchgeführt werden. Und eben Governance nimmt auch die Politik dann mit in die Pflicht, in die Verantwortung, dass sie Rahmenbedingungen schafft, dass unethische Projekte nicht durchgeführt werden. Und wenn man Citizen Science betreibt, dann deckt man gleich mal vier dieser Begriffe relativ einfach ab mit Engagement, Science, Education, Open Access und Ethics, ist man schon in vier dieser sechs Bereiche eigentlich tätig. Ja, und das wäre so die kurze Einführung zu Citizen Science. Okay, ja, vielen Dank für die Einführung. Jetzt kommt der für mich einfachste Teil, Open Science. Und da gibt es jetzt einfach nur mal zu Beginn zwei Begriffe zum Klären, also was ist Science und was ist Open. Und Science verstehen wir Wissenschaft im deutschen Sinn, das heißt alles Natur- und Geisteswissenschaften gemeinsam, aber auch den institutionellen Rahmen und auch die Vermittlung von wissenschaftlichen Arbeiten, was im gegenüber dem Science-Begriff aus dem angelsächsischen Raum, was ja nur Naturwissenschaft bedeutet, um einiges breiter gedacht ist. Und dann ist halt noch der zweite Begriff, der Open ist, und da halten wir uns immer an der Open Definition, die aussagt, dass ein Werk offen ist, offen und frei, wenn alle es nutzen können, verändern können und auch wieder weitergeben können. Und das heißt jetzt, das ist jetzt keine Urheberrechtslizenz, aber es gibt Lizenzen, die kompatibel sind damit. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der immer wieder zu Fragen führt, ist dahingehend, nicht kommerzielle Lizenzen zu verwenden. Also Creative Commons Lizenzen gibt es, die erfüllen diese Aspekte und es gibt auch Creative Commons Lizenzen, die das nicht erfüllen. Eine davon ist die Creative Commons mit Non-Commercial Zusatz. Und das Problem mit Non-Commercial, da gibt es zwei ganz große Probleme. Das eine ist, es gibt fast keine Akteure, die nicht irgendwie mit Geld arbeiten. Also jede Zeitung hat Umsätze, aber auch Wikipedia zum Beispiel hat Umsätze. Und da gibt es noch keine klare Regelung, darf dann Wikipedia non-commercial das verwenden. Wir alle würden wahrscheinlich denken, Wikipedia ist ein gemeinnütziges Projekt, aber natürlich brauchen die auch für die Server Geld. Und dahingehend dürfen die nicht kommerziell ausgezeichnete Inhalte nicht verwenden. Und der zweite Punkt ist der, dass das eine Riesenbarriere ist, weil dieses non-commercial noch nie durchjudiziert wurde. Also das ist eine legislative Barriere, die das Nutzen und das einfache Weitergeben sehr, sehr schwer macht. Und vor allem, wenn es öffentlich finanziert ist, gibt es eigentlich auch nicht wahnsinnig viel Argumentationsgrund, warum man etwas Leuten aussperrt. Dann muss ich auch noch kurz zu Urheberrecht was sagen, weil das wird immer wieder als Begriff heute auch vorkommen. Das ist eine sehr, sehr trockene Materie, ist ein sehr, sehr komplizierter Bereich. Man muss es aber auch nicht komplizierter machen, als es aktuell ist. Das Wichtige ist, die Person, die ein Werk schafft, also ein Foto macht oder einen Text schreibt oder irgendwo mit einem GPS-Gerät eine geografische Koordinate aufzeichnet, die Person ist Urheber, Urheberin und bleibt das auch immer. Also dieses Urheber, diese Eigenschaften der Urheberrechtschaft können nicht weitergegeben werden. Was aber weitergegeben werden kann, sind die Nutzungsrechte. Und genau darum geht es dann, wo wir heute dann auch zeigen werden bei Open Science und Citizen Science, dass Leute die Nutzungsrechte an den Informationen weitergeben. Ja, und bei Open Science gibt es dann aktuell mehrere Aspekte, wo man Open Science betreiben kann. Und der wohl bekannteste Aspekt ist Open Access. Das heißt, dass finale Publikation unter einer offenen Lizenz frei zugänglich im Internet gemacht wird. Das Ganze ist aus mehreren Aspekten, die ich jetzt nicht allen nennen kann, aus zeitlichen Gründen sehr, sehr sinnvoll. Aber einige der wichtigsten sind,
Wissenschaft, die unter, also Publikationen, die unter Open Access online sind, sind leichter auffindbar. Das heißt für euch als Wissenschaftlerin, dass ihr häufiger zitiert werdet, wenn ihr Open Access publiziert. Und ein zweiter sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, es kostet uns alle insgesamt weniger. Also die gesamtwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Rechnung ist Open Access viel, viel billiger, als wie wenn man zweimal fürs Publizieren zahlt und die Verlage einen Riesenteil der Einnahmen lukrieren. Und ich habe da auf der rechten Seite auch drei sehr wichtige Quellen für Open Access angegeben. Oben ist das Directory of Open Access Journals. Dort kann man finden, also dort kann man Journals finden, die unter Open Access publizieren und sich anschauen, ob in euren Bereichen, welches Open Access Journal am interessantesten ist für euch. Als zweites ist die Open Library of Humanities, das ist ein ganz neues Projekt. Das ist ein Mega-Journal im Bereich der Geisteswissenschaften. Das lehnt sich ein bisschen an das Modell von PLOS an, was das bereits seit längerem bestehende größte Mega-Journal ist. Sprich, dass da werden zig tausende Publikationen im Jahr online veröffentlicht. Es wird nur nach formalen technischen Kriterien ausgewählt, nicht nach Relevanz, weil das braucht man im Internet nicht mehr, weil Blatt Papier ist begrenzt, aber Datenspeicher so gut wie nicht. Und Open Library of Humanities versucht jetzt sozusagen dieses PLOS-Modell auch in den Geisteswissenschaften anzuwenden. Zweiter Aspekt ist Open Data. Und Open Data heißt auf der einen Seite, dass man Rohdaten, die man sammelt, offen wieder zugänglich macht im Internet. Also sozusagen, dass die Ressource, auf die alles später aufbaut, auch allen zugänglich gemacht wird. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass man auch offene Dateiformate verwendet. Offene Dateiformate sind standardisiert, ermöglichen einfachen Transfer, einfache Nutzung von den Daten. Und auch mit allen Softwaren kann man darauf zugreifen. Man muss dann nicht Adobe-Programme zum Beispiel verwenden, um das PDF zu erstellen, sondern man kann freie und offene Software im Internet verwenden, um das zu erstellen. Ein wichtiger Aspekt von Open Data, der an sich gerade ein sehr, sehr heißes Thema ist. Also es gibt beim FWF Pilotprogramme, es gibt bei Horizon 2020 Pilotprogramme. Man kann ein bisschen davon ausgehen, dass Open Data im nächsten EU-Rahmenprogramm Standard wird, so wie es Open Access jetzt schon ist. Und das Ganze macht dahingehend Sinn, weil es weniger Redundanzen gibt, also Daten werden nicht dreimal, viermal gesammelt, sondern man kann einmal die Daten sammeln und kann dann zwei, drei unterschiedliche Hypothesen darauf aufbauen. Und dass man einfach immer, also das ist so eine Verständnisfrage, man muss verstehen, dass die meiste Innovation und die meiste Expertise zu dem, was wir da an Daten haben, nie in der eigenen Organisation ist. Also nie in der eigenen Abteilung, nie in der eigenen Universität, sondern dass die meisten Leute, die damit was machen können, immer außen sind. Also sozusagen dieses ungeschöpfte Potenzial an Innovation durch das, dass man es jungen Studierenden zugänglich macht, KMUs zugänglich macht, der ganzen Welt zugänglich macht, sollte man auf jeden Fall auch nutzen und dadurch effizienteres Arbeiten ermöglichen. Und die drei Bilder, also das, die Grundlage, da, also das im Hintergrund, das ist eine orthografische Aufnahme von Linz und das kommt von diesem data.gv.at Portal, das ist das österreichische Portal für Open Government Data, das ist eine sehr, sehr wichtige Basisdatenquelle, um mit Open Data zu arbeiten. Dann gibt es von Open Knowledge Österreich und der Wikimedia Österreich das Open Data Portal Österreich, das ist das hier. Das ist dann für Nichtregierungsdaten. Also da haben Unternehmen ihre Daten hochgeladen, Wissenschaftlerinnen können da ihre Daten hochladen, NGOs, also das ist alles, was nicht Verwaltung, Regierung ist. Und für die Wissenschaft hat sich ein Portal als sehr, sehr erfolgreich herauskristallisiert, das ist Zenodo. Und Zenodo wird vom CERN betrieben. Und der große, große Vorteil ist, bei Zenodo bekommt man eine DOI, also einen digitalen Object Identifier, mit dem man dann auch zitieren kann. Und, und dadurch, dass es CERN trägt, ist es natürlich auch nachhaltig durchfinanziert und würde ich mal so pauschal als Standardportal für Open Data empfehlen. Und ein wichtiges Portal, was hier nicht oben ist, ist OpenStreetMap für Geodaten.
Dann der nächste Punkt ist Open Source und da ist ein bisschen die Idee, zusammen mit Open Data und wenn man sozusagen die eigenen Quellcodes, die eigenen Skripte öffentlich zugänglich macht, könnte man, also ist die Idee, dass man die Wissenschaft reproduzieren kann. Weil wenn ich die Rohdaten habe, dann habe ich den Code, die statistischen Formeln, die da drin sind und die dann auf die Daten anwende, dann müsste eigentlich immer dasselbe Ergebnis rauskommen. Es ist jetzt natürlich viel interessanter bei quantitativer Wissenschaft als bei qualitativer, wo es im Normalfall aber auch nie Software gibt. Und Software heißt auf der einen Seite, dass man versucht, selber offene Software zu verwenden, aber auch, dass die Daten, also dass die, der Code, den man selber schreibt, dass der auch unter einer freien Lizenz online gestellt wird. Und da ist halt mittlerweile GitHub und eine GPL-Lizenz ist so ein bisschen der Standard. Dann für mich der spannendste Punkt und auch der, wo noch am wenigsten eigentlich auch gemacht wird, ist Open Methodology. Das heißt, dass man sozusagen das implizite Wissen des Forschungsprozesses offen zugänglich macht. Ein ganz wichtiger Aspekt wäre zum Beispiel ein Forschungstagebuch. Einfach immer so ein bisschen schreiben, ich habe da eine Annahme getroffen, warum habe ich die Annahme getroffen? Oder warum war dieses Buch so prägend für meine Hypothese? Und auch Protokolle online zur Verfügung zu stellen, dass man wirklich ein bisschen dieses implizite, methodische Wissen allen zugänglich macht, weil eigentlich im Normalfall erst das wirklich Wissenschaft nachvollziehbar macht. Weil Daten und Skript ist okay, aber ohne diese theoretischen Annahmen drumherum und dieses implizite Wissen wird man es trotzdem sehr selten verstehen. Aber was zum Beispiel auch dazu kommt, ist, dass man zum Beispiel in der Physik Experimente filmt und den Film dann online stellt. Und eben wie in dem Fall, dass man auf WordPress drüber bloggen kann, also was man irgendwie so macht und das Ganze auch mit allen teilt. Dann ist Open Peer Review, das ist noch ein sehr, sehr, also Peer Review ist an sich sehr eine Kritik aktuell. Open Peer Review ist aber noch eine sehr, sehr selten durchexerzierte Idee. Da geht es darum, dass der Peer Review Prozess, die Evaluierung, nachvollziehbarer gemacht wird. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, blinded, double blinded, auch mit Klarnamen. Ich persönlich habe da keine Meinung dazu. Aber es geht eigentlich nur mal darum, dass wir sozusagen die Evaluierung auf eine sachliche Ebene wieder runterbekommt und keine Interessenskonflikte da überhand gewinnen, beziehungsweise auch, dass der Peer Review ein bisschen exakter wird, als er heutzutage öfters ist. Und eben auch, dass man ihn erweitert, also dass alle Peer Review machen können. Dass man auch Blogbeiträge einfließen lassen kann, Kommentare, dass auch Leute außerhalb der eigenen Disziplin einen Peer Review Prozess machen können oder einfach nur einen Kommentar, aber dass es mehr Feedbackmöglichkeiten gibt. So, und der letzte Punkt ist Open Educational Resources und das betrifft dann die Lehre. Das heißt, dass man Lehrmaterialien auch unter einer offenen Lizenz erstellt, sodass man darauf aufbauen kann und auch Feedback geben kann. Also als konkretes Beispiel zum Beispiel, wenn man eine Geografielehrerin, Geografielehrer ist und in Oberösterreich, wo ich herkomme, das ausarbeitet, wird man wahrscheinlich irgendwie Linz, Salzkammergut und so weiter hernehmen, aber prinzipiell wird man sich wahrscheinlich ein bisschen mit Länderkunde, Klimawandel, Globalisierung beschäftigen. Und wenn man das unter einer offenen Lizenz stellt, und eine Lehrerin aus der Steiermark das verwenden möchte, dann muss sie sozusagen nur gewisse Begrifflichkeiten austauschen, vielleicht im Kontext, aber man kann die Fotos wiederverwenden, man kann das Layout wiederverwenden und man kann eigentlich dadurch aufbauen auf die Arbeit von anderen Leuten. Und das alles zusammen ist dann Open Science und das ist sehr umfangreich und das kann man sehr, sehr in einer dekadenten Überformung machen, dass man irgendwie glaubt, alles muss man irgendwie teilen und so weiter, aber es ist schon wichtig, dass man das Ganze dann wieder sehr, sehr nüchtern trocken auf den Boden bekommt und das heißt einfach, dass man Wissenschaft dort teilt, wo es möglich ist und als zweiten Aspekt, wo es relevant ist. Also man muss nicht alles teilen, sondern vielleicht ist es wirklich wichtig, dass man die grundsätzlichen Überlegungen zur Hypothese teilt, aber man muss nicht jetzt jede kleine Bereinigung im Datenset irgendwie einen Blogartikel drüber verfassen, dass man da irgendwie einen Rechtschreibfehler korrigiert hat.
Und prinzipiell, es gibt auch zu Open Science keine Definition. Also das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das wurde im Großen und Ganzen von Peter Kracker, der da hinten sitzt, ausgearbeitet mit ein bisschen Ergänzungen von mir. Und das ist jetzt auch bei Open Science in der Wikipedia. Also es ist jetzt nicht so, dass wir euch jetzt irgendwas erzählen, was zwei Leute in Wien so finden, sondern es ist jetzt schon auch so ein Ding, das auch international immer mehr verwendet wird, dahingehend. Genau. Und dann ist noch ein bisschen die Frage, warum? Also das hört sich jetzt irgendwie so öffnen, ja, aber warum überhaupt? Und da gibt es mehrere Aspekte und ich möchte mit einem sehr spannenden Fall anfangen. Das ist auf der rechten Seite der sehr, sehr renommierte Ökonomieprofessor Rogoff, der hat mit seiner Kollegin Reinhardt ein ökonomisches Modell mit Excel-Spreadsheets erstellt. Und das war sehr, sehr umkämpft, dieses Paper, weil es darum gegangen ist, die Austeritätspolitik gegenüber Griechenland zu stützen, weil darin gestanden ist, ab 80% Staatsverschuldung muss man Staatsausgaben drastisch kürzen, sonst kommt Hyperinflation oder Hyperdeflation. Ich bin kein Ökonome, kein Ökonom. Aber das war sozusagen ein bisschen ein Backing für die Austeritätspolitik. Hat dann ein Studierender an der University of Milwaukee angefragt, ob er das Excel-Set bekommen kann. Und dann wurden da drei Länder, die in das Modell nicht ganz so reingepasst haben, nicht gefunden. Und es war ein ganz, ganz banaler Formelfehler drin. Und warum das jetzt für Open Science ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der, das war jetzt kein vorsätzlicher Betrug, sondern es war einfach ein Fehler. Da wurde einfach in einem Spreadsheet ein Fehler gemacht, der hat aber dann drastische Auswirkungen gehabt, weil wie das korrigiert wurde, waren die Zahlen andere. Aber wenn das Datenset am Anfang veröffentlicht wurde, wo die ganze Debatte um Griechenland so sehr, sehr ideologisch und heftig betrieben wurde, dann wäre man sich sofort drauf gekommen und dann hätte vielleicht diese wissenschaftliche Untermauerung von politischen Interessen nicht so einfach funktioniert. Also dieses Paper war zu der Zeit auf CNN, BBC und so weiter, das war so die wissenschaftliche Grundlage, auf die man sich gestützt hat. Ein weiterer Punkt ist, dass Wissenschaft einfach auffindbar ist, die offen ist, also Datensets, Blogs, Tweets, die Publikation selber natürlich, das heißt, ihr werdet als Wissenschaftlerin sichtbarer, ihr bekommt mehr Feedback, ihr bekommt mehr Zitation und profitiert sozusagen auch in eurer wissenschaftlichen Karriere davon. Diese Figuren, die dann miteinander zusammenarbeiten an diesem Puzzlestück, bedeuten Kollaboration. Wenn etwas offen ist, ist Kollaboration viel, viel einfacher. Man muss nicht ständig mit einem Anwalt reden, um Daten zu nutzen, um eine Publikation zu nutzen, um irgendwas zu nutzen. Also es ist einfach eine standardisierte Art des Umgangs und das nimmt die Barrieren weg und lässt einfacher zusammenarbeiten. Und der letzte Punkt ist mit dem World Wide Web dargestellt, weil es jetzt geht. Also viele der Sachen, die ich jetzt erklärt habe, gehen auch erst seit 20 Jahren. Wir haben jetzt das Internet, wir haben jetzt Computer, wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach Informationen auszutauschen, zu teilen, darauf aufzubauen, Remixes zu machen sozusagen. Und das ist was sehr, sehr Neues und das wird von Tag zu Tag einfacher. Und am Schluss noch, ein bisschen zu zeigen, wo Open Science in Österreich steht, die ganzen Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also der FWF hat eine Open Access Policy, wie ihr wahrscheinlich die meisten auch wisst, die schon Forschung betreiben. Es gibt das Open Access Network Austria, vom FWF initiiert, wo es jetzt auch seit kurzem eine Empfehlung gibt für eine Open Access Strategie in Österreich. Eine sehr, sehr gute Strategie. Ich hoffe, die wird auch umgesetzt. Dafür ist aber jetzt nicht der FWF alleine zuständig. Aber das ist zumindest mal eine Empfehlung, die man weitergeben kann zu dem Thema. Da gibt es das Open, also E-Infrastructures Austria, die beschäftigen sich auch mit Open Data. Die versuchen so ein Data Repository zu erstellen. Dann ein ganz wichtiger Akteur, Open Knowledge Österreich. Wir versuchen, das Thema auf allen Institutionen auch ein bisschen reinzubringen und mit den Leuten zusammenzuarbeiten,
die das betreiben wollen, weil diese Idee von Open Science kommt ganz, ganz stark auch von dem internationalen Netzwerk von Open Knowledge. Und eben auch Open Science ASAP, wo es um die praktische Anwendung von offener Wissenschaft geht, was ein Projekt von mir und einem Kollegen ist. So, das war jetzt Open Science. Jetzt haben wir prinzipiell mal so Bürgerinnenbeteiligung und dann offene Inhalte, offene Wissenschaft, offene Materialien als Getrenntes gezeigt. Und jetzt geht es darum, dass wir anhand des wissenschaftlichen Prozesses sichtbar machen wollen, welche unterschiedlichen Aspekte es da gibt. Und diese Grafik wird uns jetzt die nächste Dreiviertelstunde in etwa durchgehend begleiten. Und zur kurzen generellen Erklärung, ich habe mal so einen wissenschaftlichen Prozess in drei Hauptabschnitte unterteilt. Das eine ist Forschungsdesign ausarbeiten und die Recherche. Das zweite ist dann die Forschungstätigkeit selber. Und als dritte ist dann die Verbreitung. Und man hat dann immer oben so, du hast am Anfang ein Problem, dann überlegst du dir, wie löst du das Problem oder wie bekommst du eine Antwort, dann bekommst du eine Fragestellung oder eine Hypothese, dann testest du die Hypothese, dann bekommst du ein Ergebnis und das wird dann in die Welt rausgeschickt und am Schluss kommt dann im Normalfall eine Publikation raus. Und jetzt werden wir zu diesen einzelnen Aspekten von Open Science und Citizen Science Schritt für Schritt die Kästchen füllen. Und der erste Abschnitt ist eben jetzt dann Design und Recherche. Und in dem ersten Aspekt ist aktuell noch sehr, sehr wenig offen. Und es ist auch sehr, sehr selten, dass in der Entwicklung der Forschungsfrage, des Forschungsdesigns, in der Literaturrecherche Bürgerinnen beteiligt sind. Und meiner Meinung nach liegt aber genau in diesem Bereich auch das größte Potenzial, wo man Innovation und auch strukturelle Veränderungen und ganz neue Zugänge auch ermöglichen kann, genau in diesem Bereich. Und da haben wir jetzt das gefühlt und bei dem Bereich Open, in diesem Abschnitt fallen ein paar Materialien an, die man öffnen kann. Also bibliometrische Informationen zum Beispiel. Oder Notizen eben, dass man die bloggt. Fragen, Annahmen, finde ich persönlich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich habe irgendwie so eine Annahme, die Theorie geht bis dorthin, also Grenzen von irgendeiner Theorie, die auch mal in Frage zu stellen und so findet sie auch, dass diese Annahme korrekt ist oder dass diese Grenzziehung korrekt ist, was ich mit dem Modell machen kann oder mit der Theorie. Dann Grant Proposals, da tut sich gerade in den USA sehr, sehr viel, dass man die Anträge selber auch online stellt, weil ich glaube beim FWF so 14-20% sowas in der Richtung, glaube ich, werden angenommen und alle anderen Ideen verschwinden in den Schubladen oder in unseren Laptops. Warum nicht einfach auch die online stellen, vielleicht kommt sich irgendwer anderer drauf, dass man das woanders einreichen könnte, wenn man es nicht mehr machen will, warum nicht einfach die Idee auch veröffentlichen. Da steckt doch immer sehr, sehr viel Wissen auch drin und macht nicht so viel Sinn, das zu verschwinden zu lassen. Und dann eben auch Anleitungen, dass man zum Beispiel bei Citizen Science Projekten auch die Anleitungen gegenüber den Bürgerinnen unter Open Educational Resources stellt, sodass die auch Feedback geben können darauf, verbessern können und darauf auch aufbauen können und die Tutorials erweitern. Genau, und bei der Beteiligung von Bürgerinnenseiten gibt es halt auch mehrere Aspekte und da wurden schon ein paar davon jetzt auch genannt. Was ich eben ganz interessant finde, zusammen mit Öffnung, ist die Frage nach, was gibt es da für Literatur oder welche Methoden, welche Theorien könnte ich anwenden, um dieses Problem zu lösen oder um diese Fragestellung zu lösen. Aber einfach auch ganz einfach, vielleicht bekommt man Tipps retour, einfach einen Kommentar, hey, schau, vielleicht könntest du das Gerät dort um ein Drittel vom Preis dir kaufen. Und eben auch mögliche Kooperation. Wenn es noch sehr früh ist, hat man ja noch ein bisschen Spielraum. Genau, und jetzt
leuchtet schon das Thema der Punkt Forschungsfrage auf und möchte dahingehend zu Lucia Malfent überleiten, die jetzt ein Bürgerinnenbeteiligungsprojekt, wo es genau darum gegangen ist, die Forschungsfrage mit Bürgerinnen zusammen auszuarbeiten geht, was ein sehr, sehr spannendes Projekt ist, dass es so in der Hinsicht auch, ich glaube in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit, nicht wirklich gibt. Genau, Lucia, bitte. Die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft hatte offensichtlich zu wenig Probleme und hat gesagt, wir setzen an diesem Punkt im Forschungsprozess an mit einem Bürgerinnenbeteiligungsmodell. Wir suchen Forschungsfragen. 2014 wurde dieses Pionierprojekt gestartet, das läuft noch bis 2017. Es besteht aus zwei Komponenten, die ich jetzt kurz vorstellen werde, und ich werde mich dann auf das Citizen Science Projekt fokussieren. Die Grundidee war eben, Bürgerinnen zu bitten, Forschungsfragen oder daran mitzuarbeiten, Forschungsfragen zu generieren und gleichzeitig daraus auch für uns ein wissenschaftliches Projekt zu machen, nämlich was passiert, wenn man das tut, funktioniert das überhaupt, wie schaut es in unserem speziellen Thema aus, inwiefern kann die Forschung, die dann auf Basis dieser Erkenntnisse aufbaut oder auf diesem Bürgerinnenwissen aufbaut, tatsächlich neue Wissenschaft anstoßen. Das alles sind Fragen, die damit verbunden sind. Das ist jetzt sozusagen dieser Leuchtturm. Wir haben das CRIS genannt, vor allem deswegen, weil ich Crowdsourcing Research Questions in Science 6 Monate lang nicht aussprechen konnte, flüssig. Die zweite Komponente ist LOIS, das ist das Lab for Open Innovation in Science, das ein, ich nenne es jetzt einmal der Einfachheit halber, Ausbildungsprogramm ist, wo Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen die Möglichkeit bekommen, in einem Lab-Ambiente sozusagen solche Methoden und Prinzipien mal auszuprobieren und zu sehen, wo kann das meine Forschungsarbeit unterstützen, wie kann ich in meiner Arbeit davon profitieren. Wir starten jetzt mit dem ersten Lab for Open Innovation in Science im April. Unser Projekt, da muss ich jetzt kurz zur zweiten, also eine überspringen und dann zurückgehen, unser Bürgerbeteiligungsmodell zur Generierung neuer Forschungsfragen wurde in dem Bereich psychische Erkrankungen angesiedelt und aus der kommunikativen Perspektive, dann reden Sie mit, genannt. Die konkrete Frage, mit der wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, war, welche Fragen zu psychischen Erkrankungen soll die Wissenschaft Ihrer Meinung nach aufgreifen? Es gab eine Online-Plattform, die war von April 2015 bis Anfang Juli 2015 für Beiträge offen. Anders als man das vielleicht in klassischen, unter Anführungszeichen klassischen Citizen Science Projekten kennt, wo man davon ausgeht, dass wenn jemand einen Beitrag einreicht, postet, der auch inspirierend sein kann für andere Teilnehmer beziehungsweise sich daraus Neues entwickeln kann, haben wir sehr schnell erkannt, dass wir so nicht arbeiten können aufgrund des Themas. Wir haben also die Beiträge auch im Sinne des Datenschutzes für andere Teilnehmer nicht sichtbar gehabt. Das war eine Besonderheit in unserem Projekt aufgrund der Themenstellung psychische Erkrankungen. Also wir waren sehr in diesem Spannungsfeld, wie viel kann man offen machen und wie viel muss man offen machen, wie viel ist aber auch hier dem Schutz der Teilnehmer geschuldet. Warum psychische Erkrankungen? Der Bedarf ist enorm. Jeder fünfte Österreicher und Deutsche, darüber hinaus wage ich keine genauen Angaben, erkrankt im Laufe seines Lebens psychisch. Gleichzeitig ist die Forschung in diesem Bereich weit weniger groß angelegt, wie man das zum Beispiel aus anderen medizinischen Bereichen wie der Krebsforschung kennt.
Die Plattform war also ungefähr 11 Wochen für Beiträge offen und die Ergebnisse, die wir erzielen konnten, waren sehr spannend. Also wir hatten 400 Beiträge aus mehr oder weniger aller Welt, der Großteil aus Österreich und aus Deutschland, 5% aus dem Rest der Welt. Insgesamt haben wir Besucher aus 83 Ländern auf unserer Website verzeichnet. Und was für uns die größte Überraschung war, war, dass alle dieser 400 Beiträge, die eingereicht wurden, analysefähig waren. Das heißt, sämtliche Textbeiträge konnten weiter verwendet werden und sind ins Projekt eingeflossen. Insgesamt waren es 400 Beiträge, 700 Textstellen konnten daraus gewonnen werden, 446 Subthemen wurden identifiziert, 17 Hauptcluster gebildet, 8 Forschungsbereiche festgelegt, die wir schließlich an die Community zurückgespielt haben in einem Online-Voting, wo die Frage war, welches dieser 8 Themen erscheint Ihnen als besonders relevant bzw. als vorrangig für die Forschung. Und gleichzeitig haben wir dann die Ergebnisse des Online-Votings auch an eine Fachjury zurückgespielt. Diese Fachjury war sehr interdisziplinär besetzt. Und da wurde dann noch einmal so, waren die Kriterien, was davon ist tatsächlich für die Forschung relevant und was davon ist gesellschaftlich relevant. Im Moment sind wir bei 3 Themen, die sich daraus ergeben: die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und die Versorgungsforschung. Die Herausforderung für unser Team liegt jetzt in erster Linie darin zu schauen, was ist tatsächlich neu an Fragestellungen, die wir erhalten haben, die wir hier gesammelt haben, was ist eben für die Forschung und auch für die Gesellschaft so relevant, dass daraus ein neues Forschungsprogramm entstehen kann, das dann auch von Nutzen vor allem für die Betroffenen und für die Gesellschaft ist. Jetzt muss ich kurz durchatmen und überlegen, ob ich irgendwas Wesentliches vergessen habe oder ob ich alles Weitere dann sozusagen mir für die Fragerunde aufhebe. Ja, ich glaube, ich habe meine 10 Minuten nicht gebraucht. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein sehr, sehr spannendes und neuartiges Projekt, wo es um Bürgerinnenbeteiligung gegangen ist. Aber in dem Projekt wird auch ganz gut sichtbar, wo die Grenzen der Öffnung sind. Und das wird uns auch im nächsten Abschnitt dann ein bisschen begleiten. Davor aber auch noch eine kurze Zusammenfassung von dem Abschnitt Design und Recherche. Was die Möglichkeiten dahinter sind. Also Innovation und Probleme relativ früh erkennen. Also externes Wissen bereits sehr früh einzubinden, ist dahingehend sehr, sehr wichtig. Ich habe 5 Jahre lang bei einem internationalen Konzern gearbeitet, im Qualitätsmanagementbereich. Und dort sagt man, alles, was man im Design an Fehlern macht, wird mit Faktor 10 in der Produktion Kosten machen und mit Faktor 10 im Feld draußen Kosten machen. Und ähnlich kann man es da auch sehen. Also jeglicher Fehler, den man in der Literaturrecherche, Methodenwahl, Auswahl der theoretischen Bildung sozusagen macht, wird halt am Schluss wahrscheinlich auch stellenweise zu Problemen führen. Muss nicht, kann aber. Also kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass man dann auch ein bisschen hinmurksen muss, damit man wieder das, was man am Anfang fixiert hat, auch hinbekommt. Und da macht sicher keinen Fehler, möglichst breit Wissen einzuholen und die potenziellen Fälle einzugrenzen. Der Impact ist natürlich gesellschaftlich auch höher, wenn sehr früh Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Und eben auch hier wieder nicht alles mit Bürgerinnen machen, sondern wirklich auch auswählen, was öffnet man und wo holt man Bürgerinnen rein. Also die wichtigen Punkte ansprechen. Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt, wo es um das Forschen selber geht. Das ist normalerweise auch der Abschnitt, wo man am meisten Aufwand hat, was den größten zeitlichen und Ressourcenteil
in einem Forschungsprojekt umspannt und dort, wo die Ergebnisse generiert werden. Das heißt, hier fallen auch sehr, sehr viele Werke, sehr viele Daten an. Also es gibt sehr viel Möglichkeit zur Teilhabe, weil Datensammeln ist der sehr typische Aspekt von Citizen Science. Und es gibt aber auch sehr viele Möglichkeiten, Materialien wieder allen zur Verfügung zu stellen. Und wir kommen eben wieder zu meinem geliebten Diagramm, Retour. Und in diesem Abschnitt sind in Sachen Offenheit von Interesse für die Materialien, wie schon erwähnt, es kommen Daten raus, es kommt Quellcode raus, es gibt Protokolle vielleicht. Man kann wieder dieses implizite Wissen im Sinne von Tagebüchern online stellen oder Tutorials. Und auch Konstruktionspläne. Konstruktionspläne ist jetzt Open Hardware zum Beispiel, dass man Sensoren, die man bastelt, die Konstruktionspläne offen zur Verfügung stellt. Das ist jetzt so typische Materialien, die da anfallen können. Und die klassischen Arten, wie Bürgerinnen eingebunden werden, sind in erster Linie Daten sammeln. Das ist eigentlich bei der sehr großen Anteil der Citizen Science Projekte das, was Bürgerinnen tun, mit Sensoren, mit Kameras, Informationen sammeln und dann in eine gemeinsame Datenbank reingeben. Aber man kann auch mit denen zusammen Software entwickeln. Also man kann gemeinsam Features entwickeln für bestehende Software. Auch ein sehr, sehr spannender Aspekt ist, wenn man die Daten auch wieder zurückspielt, also wenn man die öffnet, Open Data macht, können die Citizens oder wer auch immer Analysen machen damit. Entweder kann man selber vorgeben, welche Analysen wären interessant, oder man lässt die einfach raus und die Leute überlegen sich selber, was könnte man an spannendem Wissen aus diesen Daten rausholen. Und was auch ein ganz spannender Punkt ist, ist, dass Infrastruktur geshared wird oder eben auch außerhalb der klassischen Forschung drin ist. Und im ersten Punkt möchte ich genau diese drei Punkte, die sich so ein bisschen dann zusammenfügen werden, genauer zeigen mit dem Abschnitt Open Data bei Citizen Science Projekte. Und auch ein bisschen den Nutzen, aber auch die Probleme zu zeigen und auch Best Practice Beispiele. Genau, Open Data habe ich vorhin schon so grundsätzlich gesagt, dass man die Rohdaten öffentlich zugänglich macht. Ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, die Position zu ändern. Weg von diesem, warum muss ich was öffnen, sondern sich eher zu fragen, warum muss ich etwas nicht öffnen, warum muss ich etwas nicht teilen. Sozusagen davon auszugehen, prinzipiell teile ich mein Wissen, meine Daten, und dann zu überlegen, kann ich einzelne Daten nicht öffnen, weil sie irgendwelchen ethischen Standards nicht entsprechen, weil sie aus Datenschutzgründen nicht zu veröffentlichen sind, weil sie Namen drin haben, Adressen drin haben, weil sie aus Sicherheitsaspekten heraus, zum Beispiel militärische Forschung wird da immer wieder genannt, weil sie einfach aus Staatssicherheitsperspektive nicht geöffnet werden sollten. Aber das sind nicht wahnsinnig viele Gründe im Normalfall, aber da gibt es schon ein paar knackige Fragen dahinter. Wichtiger Punkt eben dann auch, offene Dateiformate zu verwenden oder auch eine API, also eine Schnittstelle anzubieten, über die man auf die Daten zugreifen kann. Und der Punkt, wo die meisten Probleme und Fragestellungen aktuell drin sind, wie man das verbindet, ist der Informationsgehalt. Weil bei ortsbezogenen Informationen wird schon ein bisschen kritisch, wie sieht es da mit Datenschutz, mit Privatsphäre aus. Wenn es personenbezogen noch dazu sind, ist es wirklich dann mal ein bisschen problematisch, weil wenn ich jetzt einen Fuchs aufzeichne, da ist es jetzt rein von der Datenschutzbestimmung her nicht so wahnsinnig relevant. Wenn ich jetzt aber eine personenbezogene Information, wie beim Projekt von der Lucia, wo es um psychische Krankheiten geht, ist es um einiges heikler. Und da gibt es eben dann auch die Möglichkeit zu anonymisieren oder Daten zu aggregieren, also dass man irgendwie räumliche Daten auf 500x500 Meter Grids zusammen aggregiert und man weiß dann nur, es war in etwa in der Gegend, aber wenn man großräumliche Analysen macht, ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, auf dem Meter genau die Daten zu haben. Aber so kann man sozusagen die Datenschutzbestimmungen auch einhalten und trotzdem Open Data machen.
Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man eindeutige Identifier erstellt, also eine DOI, wie im Vorfeld ist das sehr, sehr gut, oder eine URL, die bleibt. Und der zweite Punkt, der sehr, sehr viele Fragen noch aufwirft, ist der Bereich der Datenqualität. Also man sieht schon, da wird mit Daten gearbeitet, da wird mit Online-Daten gearbeitet, mit ortsbezogenen Daten aus Smartphones, GPS-Geräten, aus Social-Media-Accounts und so weiter. Wie man das Ganze dann in eine statistische Analyse reinbekommt, wie das Ganze aussagekräftig wird, das hat einige Probleme, also einige Fragen und auch Probleme. Und Datenqualität nur kurz angesprochen. Man könnte, warum ist zum Beispiel bei einem Projekt eine Sichtung von einem Tier in Wien immer? Hat das jetzt wirklich was damit zu tun, dass der Fuchs genau dort ist? Oder damit, dass um die Uhrzeit in dem Bezirk sehr viele Leute gerade in den Schichtbetrieb gehen? Oder wurde in dem Bezirk einfach mehr Werbung gemacht für das Projekt? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ja, also da muss man statistische Lösungen auch finden, gibt es teilweise. Teilweise muss man dann auch ins Design einfließen lassen. Und wenn man wirklich Open Data machen will mit Citizens, ist der wichtigste Punkt, wenn die Citizens Daten sammeln, dann muss man das abklären. Und das kommt genau zu dieser Grafik. Bei Citizen Science Projekten, wenn man am Schluss dann Open Data rausbekommen will, sammeln verschiedene einzelne Menschen mit, sagen wir mal, mit einem Tablet oder mit einem Smartphone Daten und die sind dann Urheberinnen von den Daten. Dann will man es aber in das Projekt, in die Datenbank vom Projekt reinbringen. Also man braucht sozusagen das Urheberrecht. Und in dem Punkt möchte man dann aber sagen, okay, wir haben es jetzt gesammelt und jetzt sage ich, alles was da kollektiv gesammelt wurde, als Open Data allen wieder zur Verfügung zu stellen, sodass es alle möglichen Lego-Menschen da draußen auch verwenden können. Und genau von diesem Schritt auf diesen muss man dann eine rechtliche Abklärung machen. Das heißt, die Citizens müssen irgendwo dann auf dem Portal dem zustimmen, dass sie die Nutzungsrechte von ihren Daten abtreten und dass die ganzen Daten, die gesammelt werden, dann unter einer Creative Commons Lizenz in die Datenbank reinkommen. Wenn man diese Creative Commons Lizenz in der Datenbank hat, dann kann man die auch als Open Data veröffentlichen. Hört sich kompliziert aus, ist an, das ist ein Rechtlerproblem. Im Prinzip funktioniert Wikipedia so oder OpenStreetMap so, man registriert sich, klickt da irgendwie, ich stimme den AGBs zu und ich stimme auch dem zu, dass die Daten dann auch anderen Menschen wieder zur Verfügung gestellt werden und das ist das, warum es Wikipedia gibt. Anders wird es Wikipedia nicht geben, weil man jegliches kleine Wörtchen zitieren müsste mit dem Urheber, mit der Urheberin. Genau. Und die Möglichkeiten, die dahinter sind, sind sehr, sehr breit. Ich habe es schon genannt, Forschungsprogramme springen immer mehr auf. Es wird einfach wahrscheinlich auch in 10 Jahren Standard sein. Es gibt Erkenntnismöglichkeiten für alle Bürgerinnen, wenn man die zugrunde liegenden Informationen offenstellt. Es gibt auch einen gewissen moralischen Anspruch. Wenn Wissenschaft von allen finanziert ist, sollten nicht dann die Ergebnisse auch wieder allen zur Verfügung gestellt werden. Wir alle zahlen Steuern, warum sollen wir dann auch nicht irgendwie mit den Daten was machen können? Und eben auch, dass man selber Analysen machen kann und dass Wissenschaft auch nachvollziehbarer wird. Das sind alles Aspekte, die auch vorhin schon mal genannt wurden. Und als konkretes Beispiel der Animal Tracker, das ist eine internationale Datenbank mit Tierbewegungen, das ist ein Citizen Science Projekt und die machen genau Open Data mit ortsbezogenen Tierdaten und die haben eine DOI, also einen statischen Link, einen Identifier, einen Unique Identifier für das Datenset, die machen Creative Commons Zero als Lizenz und die machen auch die Sicherung der Datenqualität mit den Citizens zusammen. Beziehungsweise sie machen auf jeden Fall Datenqualitätssicherung, was ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, um die Qualität der Informationen, die überliefert werden, zu sichern. Ja, und dem entgegengestellt war jetzt dieses Tierdaten, ist ein sehr, sehr einfaches Projekt für Open Data.
Und das Open Innovation Science Projekt ist ein sehr, sehr schwieriges Projekt, weil sehr, sehr hochsensible Informationen mit psychischen Erkrankungen da drin sind. Und das soll im Prinzip auch ein bisschen zeigen, dass Open Data und Datenschutz kein Widerspruch ist, aber man muss das auch von Fall zu Fall ein bisschen abwägen und sich genauer ansehen. Und ganz, ganz wichtig ist eigentlich immer schauen, sind personenbezogene Daten, dann wird es schnell mal ein bisschen problematisch, kann man sie anonymisieren. Und einfach davon auszugehen, sich die Frage zu stellen, also open by default zu verinnerlichen, sich die Frage zu stellen, gibt es einen Grund, warum ich etwas nicht teilen muss? Und nicht, muss mich wer davon überzeugen oder gibt es einen Grund, warum ich es teilen will? Weil es gibt immer einen Grund, nämlich, dass man nie weiß, was mit den Daten von anderen gemacht werden kann, welche Innovationen da drinnen stecken. Als nächstes Beispiel möchte ich die Aspekte von Software und Konstruktionsplänen und Analysen kurz noch zeigen. Mit dieser Sensebox, das ist selber jetzt kein klassisches Citizen Science Projekt, das ist ein Do-it-yourself Bausatz für Sensoren, wo auch eine Citizen Science Community eingebunden wird, und die haben so ziemlich alle Open-Aspekte, die möglich sind, in dem Projekt drin. Die Hardware ist mit freien Konstruktionsplänen, also Open-Hardware freigegeben, Software läuft, wird im Web auf GitHub geteilt unter einer offenen Lizenz, die Anleitungen sind frei, und auch wenn man die Sensebox verwendet, kann man mit einfachen Klicks sagen, dass die Daten, die ich gesammelt habe, auch Open Data allen zur Verfügung stellen. Also das ist ein Projekt, wo dieser Open-Gedanke sehr, sehr tief drin ist. Und als letzten Aspekt von Forschen noch das Bloggen. Und das ist was, was man relativ einfach machen kann. Das kann man schon als Studi irgendwie praktizieren, wenn man eine Lehrveranstaltung hat und irgendwas interessiert einem. Oder wenn man eben an einem Forschungsprojekt arbeitet. Das ist auch oftmals sehr gut für sich selbst, so ein bisschen im Nachhinein den Fortschritt auch für sich selbst sehen zu können. Und da auch Wissen zu teilen und auch aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rauszukommen und zu zeigen, dass Wissenschaft auch was Handfestes, was Greifbares ist und nicht irgendwie was Magisches, wo am Schluss halt so ein Korrelationskoeffizient zum Beispiel rauskommt. Ja, genau. Also und einen Punkt habe ich doch noch, nämlich Infrastruktur. Das ist das Do-it-yourself Biolab in Graz. Das sind Studierende, die selber ein molekularbiologisches Labor aufgebastelt haben, und die teilen miteinander Infrastruktur. In dem Fall sind es hauptsächlich Messinstrumente für molekularbiologische Analysen. Und da ist auch ganz wichtig Open Source und Open Hardware. Also die arbeiten natürlich sehr viel mit offenen Geräten und mit sehr viel mit offener Software, weil die können sich es nicht leisten, da sehr, sehr teure Geräte anzuschaffen, und entwickeln aber dann ihre Sachen auch offen, damit diese ganze internationale Community davon profitieren kann. Ja, und um den Punkt Forschung zusammenzufassen, Offenheit ist die Grundlage, um dynamisch zusammenarbeiten zu können. Also wenn man Wissen offen zugänglich macht, können diese ganzen Interaktionsmöglichkeiten zwischen Citizens und Wissenschaftsprojekt einfacher stattfinden. Okay, und dann kommen wir zum letzten Punkt des wissenschaftlichen Prozesses. Und das ist dann, man hat jetzt Ergebnisse, wie verbreitet man die Ergebnisse und wie werden die evaluiert? Und da gibt es dann folgende Punkte. Der wichtigste von Openness ist natürlich die Publikation, also Open Access. Das ist das Allerwichtigste, dass die Ergebnisse geöffnet werden. Dann gibt es diesen offenen Peer-Review-Prozess, aber auch, dass man Slides oder Poster von Konferenzen öffnet. Und auf der Bürgerinnenbeteiligungsseite gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ganz wichtig eben Qualitätssicherung, also dass man die Daten, die Software testet, dass man die finalen Ergebnisse reviewt und evaluiert,
aber auch, dass man auf die Ergebnisse aufbauen kann, dass man wieder neue Forschung daraus erstellen kann oder dass sich irgendwie ein Startup, ein KMU überlegen kann, eine App dazu zu basteln, die eine Idee haben, wie man diese Erkenntnis weiterverwenden kann. Und im Punkt in diesem Punkt schauen wir uns jetzt dann den Aspekt des Verbreitens an und da möchte ich dann zu Florian überleiten, der noch ein bisschen was zur Kommunikation in Citizen Science und auch in offenen Projekten sagen wird. Also wenn man Citizen Science betreibt, ist Kommunikation einfach das zentrale Thema. Man muss ständig mit den Leuten in Verbindung bleiben, die für einen Daten erheben oder die für einen die Forschungsfrage zusammen erstellen soll oder denen man die Ergebnisse wieder zur Verfügung stellen soll. Wir haben einfach gesehen, Kommunikation ist unsere Herausforderung in Citizen Science. Wir können mit die Datenanalyse verstehen, wir wissen, wie wir mit den Daten umgehen sollen, wir wissen, wie man ein wissenschaftliches Projekt aufziehen soll, aber die Kommunikation ist für uns als klassische Wissenschaftler, junge Wissenschaftler mit wenig Erfahrung sehr, sehr zentral. Und hier haben wir die vier Punkte aufgeführt, die uns einfach aufgefallen sind in unseren Projekten. Die Kommunikation sollte in beide Richtungen laufen. Also nicht nur wir erzählen Citizens, wie Wissenschaft funktioniert und welche Erfahrung wir haben und das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis betreiben, sondern auch wir wollen von unseren Teilnehmerinnen lernen. Ich habe das in meinem Roadkill-Projekt gesehen, was das konkret bedeutet. Und zwar konnten bei uns die Teilnehmerinnen ihre Einträge auch kommentieren und auch die Einträge von den anderen Leuten kommentieren. Und ich habe eine überfahrene Schlange eingetragen in unsere Datenbank und wurde dann von einem Citizen darauf hingewiesen, dass ich die Art falsch bestimmt habe. Also ich bin im Institut für Zoologie und habe zuerst das Bild rumgezeigt, ob das auch richtig bestimmt worden ist von mir und alle haben mir zugestimmt. Und wir wurden dann von den Citizens belehrt, weil wir haben eine Ringelnatter gepostet und wir wurden dann darauf hingewiesen, dass es sich um eine juvenile Schlingnatter handelt. Die sind teilweise sehr leicht zu verwechseln und so sieht man einfach, auch wir sind nicht unfehlbar und können sehr wohl dazulernen und sind auch offen dafür. Auch unsere Methoden sind noch nicht perfekt. Ja. Wir haben eine App programmiert in unserem Projekt, haben die zur Verfügung gestellt, die Leute haben es probiert und haben uns dann Feedback gegeben. Das war nicht nur positiv und das war auch sinnvoll für uns, weil wir konnten so die App wieder anpassen und mehr Leute für unser Projekt gewinnen. Es heißt aber auch, dass das Projekt sehr flexibel gestaltet werden muss und nicht wie ein klassisches wissenschaftliches Projekt innerhalb von 2 Jahren abgewickelt werden kann, weil wir gesehen haben, nach einem Jahr haben wir so ungefähr die Community aufgebaut, haben mal die App programmiert, dann wurde die wieder revidiert und so weiter. Also das dauert einfach eine Zeit, bis ein Citizen Science Projekt ins Laufen kommt und bis man eine österreichweite Community aufgebaut hat. Die Kommunikation muss auf Augenhöhe passieren. Auch das sieht man immer wieder. Wie vorhin schon angesprochen, das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis funktioniert hier einfach nicht. Wenn wir die Teilnehmerinnen nicht respektieren und ihr Feedback aufnehmen in unser Projekt, sind sie auch weg und liefern uns keine Daten mehr oder geben uns einfach kein Feedback mehr, wenn wir nicht darauf eingehen. Uns ist schon bewusst, dass dieses Wort Augenhöhe jetzt sehr schön ist und dass das aber in Wirklichkeit nicht immer so ist, weil es gibt einen Projektleiter und der gibt ungefähr die Richtung vor, aber wir möchten damit einfach ausdrücken, dass man einen respektvollen Umgang pflegen soll miteinander und diesen klassischen Elfenbeinturm verlassen sollte. Die Kommunikation sollte aufs Zielpublikum angepasst werden. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, das macht einen Riesenunterschied, ob man jetzt Pensionisten ansprechen möchte und die für ein Projekt gewinnen möchte oder jetzt das krasse Gegenteil, dass man mit Schülern oder Jugendlichen arbeiten möchte. Man kann nicht mit jedem gleich kommunizieren und die gleichen Kommunikationswege betreten. Wir haben uns gedacht, wir arbeiten jetzt mit Schülerinnen vermehrt zusammen, deswegen benutzen wir Twitter und Facebook.
Wir sind dann eines Besseren belehrt worden, sind in die Schulklassen reingegangen und die haben gesagt, naja, Facebook ist eigentlich nicht mehr wirklich in, weil da sind unsere Eltern und Großeltern drauf. Okay, was sollen wir dann verwenden? Ja, WhatsApp geht. Okay, dann sind wir wieder umgeschwenkt auf WhatsApp und haben das verwendet. Also man muss ja wirklich in ständigem Austausch mit dem Zielpublikum sein. Und es muss ehrlich durchgeführt werden. Also man muss am Anfang wirklich klar kommunizieren, was soll das Projekt erreichen? Was ist das Ziel des Projektes? Um keine falschen Erwartungen zu schüren. Die Leute machen mit, weil sie denken, sie können die Welt damit verbessern. Zu einem Stückchen geht das oft auch. Aber man muss dann auch klar kommunizieren, es funktioniert nicht wie bei Roadkill jetzt. Wir erheben 2 Jahre Daten und im 3. Jahr werden dann halb so viele Tiere weniger überfahren. Das funktioniert in der Wissenschaft einfach nicht. Da brauchen wir lange Zeiträume, um das überhaupt herauszufinden, was die Ursachen für überfahrene Tiere sind. Und um hier die Enttäuschungen auf beiden Seiten, also bei den Wissenschaftlern und bei den Teilnehmern zu reduzieren, muss man das einfach klar kommunizieren. Die Verbreitung der Ergebnisse sollte auch wiederum für die Teilnehmer und die Öffentlichkeit aufbereitet werden, weil nur weil man jetzt in einem Open Access Journal publiziert, heißt das noch nicht, dass jeder auf die Ergebnisse zugreifen kann, weil die Sprache oder das Format dieser wissenschaftlichen Publikation jetzt für einen durchschnittlichen Teilnehmer, der jetzt eine Lehre in Handel oder wie auch immer gemacht hat, seine wissenschaftliche Publikation vermutlich nicht lesen kann. Und andererseits muss man aber sehr wohl auch in Citizen Science Projekten in Peer-Reviewed Journalen publizieren, um in der Wissenschaftscommunity Anerkennung zu finden und um zu zeigen, dass Citizen Science wirklich echte Wissenschaft ist, weil auch hier sehr viel Kritik im Raum steht. Genau, und was dem Stefan sicher wichtig ist, wir sollen Open Access publizieren, weil wir so mehr Leute erreichen und öfter zitiert werden. Auch unsere klassischen Forschungsprojekte werden jetzt immer öfter in Open Access Journalen publiziert und wir sehen einfach, unsere Reichweite ist viel größer, wir werden viel öfter in einem Jahr zitiert als in geschlossenen Journalen. Danke. Genau, da gibt es eh nur eine kurze Überleitung zum zweiten Punkt, und also Verbreitung der Evaluierung. Und da wird der Daniel noch kurz was zur Evaluierung sagen. Ja, Evaluierung heißt immer, okay, bewerten, was hat das Ganze jetzt gebracht? Und wir haben uns gedacht, okay, das kann man eigentlich ganz einfach bei Citizen Science Projekten aufteilen. Was ist der Impact in der Wissenschaft und was ist der Impact in der Gesellschaft? Und ich möchte jetzt mit dem Impact in der Wissenschaft einfach mal anfangen. Der wird einfach durch ein Peer-Review-Verfahren auch, wie wir es vorher auch schon gehört haben, validiert. Und möchte jetzt da gar nicht mehr großartig viel zu Open Peer-Review sagen, das haben wir vorher eh auch schon gehört. Und Open Access, haben wir auch gerade gehört, ist sehr wichtig in der Wissenschaft, weil man eben die Ergebnisse leichter findet, weil man öfter zitiert wird. Und was wir vorher auch schon erwähnt haben, Generierung von neuem Wissen ist sehr wichtig bei Citizen Science Projekten, weil sonst bewegen wir uns wieder bei den Bildungsprojekten. Wenn hier nur, unter Anführungszeichen, nur persönliche Lerneffekte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstehen, entsteht noch kein neues Wissen für die Wissenschaft. Es können aber auch Entwicklung neuer Methoden sein. Und was hier noch steht mit Altmetrics, heißt, Wissenschaftler sollten nicht immer nur daran gemessen werden, wie oft sie dann in wissenschaftlichen Journalen, anderen wissenschaftlichen Journalen zitiert werden, sondern hier können auch andere Bewertungsmethoden einfließen. Wie oft wird ein Paper auf Facebook zitiert oder auf Twitter etc. Da kann man sich ja alles möglichen Dinge ausdenken und die können auch in die Bewertung mit einfließen. Wie ist jetzt nun der Impact in der Gesellschaft von einem Citizen Science Projekt? Natürlich, wie vorher erwähnt, der persönliche Lerneffekt. Bürger und Bürgerinnen nehmen bei einem Citizen Science Projekt teil, lernen etwas über die Wissenschaft, lernen etwas, wie Wissenschaft funktioniert oder, beziehungsweise im besten Fall, lernen auch noch was über das Forschungsobjekt oder die Forschungsobjekte selber. Es können neue, weitere Projekte aus einem Citizen Science Projekt entstehen, die jetzt nicht wirklich wissenschaftlich sein müssen. Das kann sein, ich arbeite mit Schülern und Schülerinnen zusammen in einem Citizen Science Projekt
Und die sind so begeistert, dass sie sagen, okay, ja gut, wir legen uns jetzt einen Schulgarten an und binden den mit in den Biologieunterricht ein. Es kann auch zur Lösung von praktischen Problemen kommen. In London gab es ein Citizen Science Projekt, das gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erhoben hat, wie sich Lärm auf die Gesundheit auswirkt. Und im Zuge dieses Projektes ist man dann draufgekommen, dass in einem bestimmten Viertel in London ein Schrottplatz extrem große Lärmbelastung für die Bürger und Bürgerinnen bedeutet und dass es hier auch, dass hier auch regelmäßig Lärmobergrenzen überschritten wurden. Konsequenz war, dass der Schrottplatz dann geschlossen wurde. Und die Bürger in der Nähe des Schrottplatzes haben jetzt viel, viel ruhigeres Leben. Es kann zu Community Building kommen. Das heißt, durch die Teilnahme in einem Citizen Science Projekt finden sich Personen, die ähnliche Interessen haben. Und die wollen sich dann vielleicht auch über das Projekt hinaus weiter austauschen miteinander. So entsteht eine Community von Menschen, die sich vorher oder sonst gar nie getroffen hätten. Und natürlich erhöht es auch noch die Transparenz des wissenschaftlichen Prozesses. Die Leute lernen zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, lernen auch ein bisschen richtige Erwartungen in die Wissenschaft zu setzen. Wir sind oft damit konfrontiert, dass die Leute einfach falsche Erwartungen haben von der Wissenschaft. Und durch die Mitarbeit in einem Citizen Science Projekt kann hier diese Transparenz und dieses Verständnis auch einfach erhöht werden. Ja, als Zusammenfassung von diesem dritten Punkt kann man einfach sagen, dass wenn man die Verbreitung und die Evaluierung möglichst offen macht und die Bürgerinnen mit reinholt, dass die Transparenz steigt, dass es ganz viele neue Lerneffekte gibt und dass der Impact in der Gesellschaft auch maximiert wird oder zumindest mehr Impact stattfinden kann. So, dann haben wir jetzt sozusagen diesen Forschungsprozess durchgegangen und zum Abschluss möchte ich noch 5 Punkte aufzeigen, die ein bisschen so auch unsere internen Lerneffekte subsumieren, zusammenfassen und so die wichtigen Erkenntnisse herausarbeiten. Und das erste ist, was ziemlich schnell klar wurde, ist, dass Open Science in Citizen Science Projekten wirklich in diesem Umfang, wie es wir jetzt sozusagen präsentiert haben, was sehr, sehr Neues ist. Das hat sehr viele Chancen, hat aber eben auch ein paar Probleme. Und es gibt eben wirklich nur ein paar wenige Projekte, wo das relativ breit bereits umgesetzt wurde. Das führt aber auch dazu, dass es sehr viel Gestaltungsmöglichkeit gibt. Also wenn man dieses Thema aufgreift, dann tun sich da einige Fragen auf, wo man sich mit neuen Methoden beschäftigen muss, wo man vielleicht auch nach neuen Theorien suchen muss, wie man Daten sammelt, wie man Daten analysiert. Auch neue Forschungsbereiche, also das Projekt von Lucie hat das ziemlich gut gezeigt, dass es da auch wirklich neue Forschungsfragen auch hin zu neuen Forschungsbereichen führen kann, wenn man gesellschaftliche Fragestellungen sehr früh einbindet. Und dahingehend natürlich auch gar nicht so uninteressant, sich zu überlegen, wäre das nicht was, wo man eine wissenschaftliche Arbeit darauf aufbaut, also eine Masterarbeit oder ein PhD-Programm, weil es gibt da wirklich noch einige Fragestellungen, die nach Forschung rufen. Dritter Punkt ist, dass es wirklich sehr, sehr breite Möglichkeiten der Vermittlung von Wissenschaft, was das ist, und Wissenschaft, was die Ergebnisse sind, vorhanden sind. Und dass es wirklich keine unidirektionale Kommunikation ist, sondern dass es in beide Richtungen funktioniert. Also Lehr- und Lerneffekte sieht man ja ganz gerne aus der Wissenschaft so, da draußen bei den Bürgerinnen. Aber Florian hat es auch ganz gut gesagt, man bekommt normalerweise um einiges mehr an Lerneffekte retour, als wie man am Anfang erwartet, weil man gar nicht glaubt, wie viele Nerds es da draußen gibt in dem Bereich, in dem man selber aktiv ist. Und das war jetzt als Nerd sehr positiv gemeint. Und auch ein wichtiger Aspekt ist bei diesem Austausch von Wissen, für mich persönlich, auch sozusagen diesen Wissenstransfer zwischen globalen Norden und globalen Süden. Also auch ein bisschen rauszudenken aus dem institutionellen, nationalen Raum. Wenn Wissen offen zugänglich ist, dann können es auch Leute in Südamerika, in Asien und so weiter lesen
und nutzen. Und ja, das heißt im Normalfall einfach auch wirklich, dass weniger Leute sterben. Man denke nur an klinische Studien. Haben wir schon auch ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, da ist aber wirklich sehr, sehr viel Potenzial noch drin und wird auch wahrscheinlich noch einiges gemacht werden. Es werden wirklich neue Forschungsdesigns möglich sein. Durch diesen Rückkopplungsprozesse in der Interaktion kommen vielleicht von einem sehr linearen Fragestellung, Forschen, Ergebnis, Publizieren, Schluss, vielleicht weg zu Ergebnis, wird genommen, um wieder eine neue Fragestellung oder zumindest eine neue Forschung zu betreiben. Und das wird alles ein bisschen ein dynamischerer Prozess. Gibt es noch wenige Beispiele, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wenn die Werke offen sind und man Bürgerinnen mitbeteiligt. Und was, also fünfter Punkt ist, Daten sind sehr wichtig. Daten sind heutzutage überall wichtig. Nicht nur in der quantitativen, auch in der qualitativen Forschung sind Daten sehr, sehr wichtig. Aber durch den Komplexitätsgrad, der noch eine Spur höher ist, dadurch, dass Bürgerinnen dabei sind bei der Datensammlung, auch in der Kommunikation und eben das Thema Datenschutz daher auch noch mal einen speziellen Charakter gewinnt, ist das ein Querschnittsthema, das im Bereich Open Science genauso drin ist wie bei Citizen Science und dass das Ganze nochmal um eine Spur, man könnte sagen, schwieriger oder auch interessanter macht, aber das ist natürlich ein Punkt, dass man sich über Urheberrecht, über das Management von Daten beschäftigt, wie man das archiviert und wie man eben Privatsphäre schützt. Das sind Themen, die da sehr, sehr zentral sind und auch in Zukunft sehr wichtig bleiben werden. Ja, das war jetzt eine grobe Einführung in das, was wir jetzt sozusagen an Möglichkeiten aufgetan haben. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen einen Grundüberblick gegeben und freue mich jetzt schon auf eine belebte Diskussion und auf viele Fragen von euch. Also Fragen natürlich auch an alle. Okay, gibt es Fragen? Bitte sehr. Ich möchte jetzt zum Thema Datenschutz ein paar Dinge machen, weil ich persönlich in Österreich bei der originellen Datenschutzverordnung mitgewirkt habe. Ich bin schon im Ruhestand, dass ich den Expertisen ergänzt, den vielen Kollegen habe. Aber ist der Datenschutz ist spezialisiert auf die personenbezogenen Daten. Und diese personenbezogenen Daten sind nicht sehr viele. Das heißt, man sieht es zu komplex, man sieht es zu schwierig. Es ist einfach, es sind wirklich die personenbezogenen Daten, sind Name, Wohnort, Adresse, Kinderanzahl und so weiter. Das heißt, es ist so gerecht, dass man sagt, diese Daten müssen von den Besitzern, den Träger dieser Daten persönlich freigegeben werden. Wenn das nicht will, müssen sie anonymisieren. Das ist alles. Wenn das in Österreich ist es ein paar Wege, da glaube ich, hat ein Großkonzern einmal geklagt und er hat Recht bekommen. Es ist juristisch formuliert, es ist festgelegt, aber nicht angewendet. Also die Datenschutz in Österreich ist von den vom Gesetzgeber, von der Legislative vorgegeben, aber praktisch in der Jurisprudenz überhaupt nicht ausgeübt. Weil es keine Kläger gibt, weil alles sagen wir als klar. Und interessant wird es erst mit dem Kontinentalkampf in Amerika und Europa. Aber da müssen wir natürlich auch schauen, ob wir das Land in Österreich da jeweils so stramm stehen können, dass wir sagen, wir auf der Anbieter mit dem Österreicher Bund können euch sagen in Europa, wie das Land geht. Nicht? Also das ist die Frage. Aber wir haben ein sehr gutes Datenschutz, wir können das auch europaweit, auch weltweit verbreiten und einfach nicht stur, aber geschickt und klug das durchboxen. Es ist nicht so kompliziert, man muss nur irgendwie die humane
Also absolut. Und es ist da sehr, sehr viel Unsicherheit, genauso wie im Thema Urheberrecht vorhanden. Und ich habe es vor allem auf der Citizen Science Konferenz jetzt in Lund eben mitbekommen. Das ist ein Thema, das den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wirklich unter den Fingernägeln gebrannt hat. Also Datenschutz. Das ist so ein, wo so viele Themen dann auch reingeworfen werden. Das hat immer primär gar nichts mit NSA und diesen ganzen Sachen zu tun. Da geht es um Wissenschaft. Da geht es nicht darum, dass ich meiner Freundin auf Facebook schreibe. Und da ist sehr viel Unsicherheit und Unklarheit und das ist auch sehr, sehr schlecht abgegrenzt. Weil Datenschutz am Schluss wirklich nur sehr wenig Informationen haben, wirklich Personenbezug. Also eben, die wurden jetzt, ich kenne nicht mehr, die wurden jetzt genannt, aber das muss man sich anschauen. Aber da kann man auch immer anonymisieren, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich anonymisiere die Daten, ja. Also, aber wirklich nicht nur über Duschen, sondern wirklich die Namen und Adressen und so weiter unkenntlich, also überstreichen mit irgendwelchen Fantasienamen oder Kennzeichen, das ist anonymisiert oder so. Und damit ist erledigt. Da gab es das ganze Datenschutzrecht, das damit außerhalb der Rolle hat. Absolut, ja. Ich glaube, die Problematik ist auch eine sehr emotionale. Wir haben das bei unseren Teilnehmerinnen gesehen. Es musste niemand Name und Adresse, also es waren überhaupt keine personenbezogenen Daten zu machen, das war alles freiwillig. Die Grundvoraussetzung war eine gültige E-Mail-Adresse. Und trotzdem haben wir unheimlich viele Zuschriften gekriegt, wo Leute zum Beispiel gesagt haben, wir finden eure Facebook-Seite super, niemals würden wir sie jedoch liken, weil es könnte irgendjemand glauben, ich hätte mit dem Thema psychische Erkrankungen was am Hut. Oder mein Beitrag, der vielleicht also im Abstraktionsgrad lautet, ich habe ein Kind, das leidet an Depressionen, wir haben deswegen dieses Problem in der Schule. Ich glaube, wenn man hier ansetzen würde, oder warum erforschen Sie nicht das, darf auf keinen Fall für irgendjemand anderen sichtbar sein, denn es könnte jemand daraus ableiten, dass ich Brigitte Müller die Person bin. Und dem gegenüber steht natürlich, was Sie ganz richtig sagen, ja? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Datenschutzthema, aber es ist das Gefühl der Menschen, die hier mitmachen, dass sie mit ihrem Problem sichtbar werden. Ja, da gebe ich Ihnen 100%. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Themen, die halt oft vermischt werden. Also mich persönlich von der IT-Seite her, also ich bin Informationswissenschaftler, würde das Thema sehr brennend interessieren, weil ich jetzt nach 30 Jahren Beruf oder 40 Jahren Berufstätigkeit ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, es könnten die IT, also diese schnellen Computerentwickler oder diese schnellen Arbeitsabläufe mit Schuld sein an diesen zunehmenden psychischen Erkrankungen, weil die Menschen eben ihrer biologischen Evolution unterliegen und nicht der rapiden technologischen Entwicklung, kognitiven Entwicklung, die sie in der Technik gibt. Aber alle wollen das und können. Und sie werden dann nur Opfer dieser Faszination der neuen Technik. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, also es ist eine Annahme. Die Kollegen lachen darüber, aber ich denke darüber nach, es könnte ja sein, dass wir von der IT-Seite ja da ein bisschen eine Mutter. Das heißt, umgekehrt, wie kann man das bekämpfen? Deswegen interessiert mich das. Ich wäre brennend interessiert an Ihren anonymisierten Ergebnissen, wenn Sie welche haben. Bitte. Ja, gab es auch die Möglichkeit zu sagen, quasi, ich stelle es freiwillig öffentlich oder waren quasi dann alle einfach? Es waren alle quasi nicht sichtbar und wir werden als Rohdaten nicht die Beiträge veröffentlichen, sondern wir werden die Analyseergebnisse veröffentlichen. Ja, weil ich denke mal gerade bei solchen Themen, da gibt es dann doch einmal Leute, die bewusst Tabubrecher sein wollen, ne, Tabubrecherinnen. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, ihnen das quasi ein Forum zu geben, zu sagen, ja, ich stehe vielleicht zu meiner eigenen psychischen Erkrankung. Ne.
Weil das, also deswegen haben wir in Österreich alle oder überall alle Burnout, weil das ist das Einzige, was irgendwie anerkannt ist. Ne? Das darf man haben und alles andere ist dann schon gut. Ja. Ich glaube, da haben viele auch unsere Facebook-Seite genutzt, also, und da sind da sichtbar aufgetreten. Interessanterweise haben wir auch überraschend jetzt, einfach so, weil man ja irgendwie mit persönlichen Erwartungshaltungen reingeht, sehr, sehr, sehr wenige Beiträge zum Thema Burnout gekriegt. Bitte? Sie haben diese beiden Begriffe ganz kurz genannt, und der Begriff ist nochmal partizipative Forschung oder participatory Research. Und ich glaube, es, also, dass die Beschäftigung mit Citizen Science gerade auch an der BOKU eine noch viel stärkere Dynamik bekommen könnte, wenn man mit mehr Vorsicht die Neuartigkeit postulieren würde, weil es gibt einerseits an der BOKU, aber andererseits natürlich auch weltweit, wie Sie wissen, eine sehr lange Tradition von Bürgerbeteiligung in der Forschung und Entwicklungsprozessen, auch in der Participatory Research. Es ist ganz spannend zu sehen, wie manche Dinge postulieren, wo ich sagen würde, das habe ich vor 25 Jahren auch auf Folie gesehen von der damals absolut hippen Präsentation über die Bedeutung von Participatory Research, der Bedeutung von Bürgerbeteiligung in der Regionalentwicklung. Also ich glaube, dass man gerade an der BOKU eine lange Tradition hat mit der Beschäftigung mit diesem Themenbereich. Das wäre sehr gut. Ich weiß nicht, wie es formulieren soll. Man könnte, also ich rede jetzt als BOKU, kommen über BOKU, man könnte diese Citizen Science-Bewegung an der BOKU mit noch viel mehr Dynamik versorgen, wenn man eine Kommunikation oder einen Draht zu diesem Participatory Research, Bürgerbeteiligung, Co-Inquiry, Co-Research und so weiter aufbauen würde und mit ein bisschen mehr Vorsicht von wie toll und neu das alles ist, sprechen würde, weil einiges, was Sie vorgestellt haben, denke ich, kenne ich schon aus biologischer Forschung aus der Kalahari von vor 20 Jahren oder mit den Penan aus Indonesien von vor 15 Jahren, nämlich auch gemeinsam Forschungsfragen entwickeln, gemeinsam Research Design entwickeln, gemeinsam dann die Datenlegung zu machen, bis hin zur Kommunikation. Man hat es halt da anders heißen. Und da könnte man, glaube ich, Brücken bauen und dann in der Richtung noch sehr viel mehr entwickeln, wo Leute sich jetzt denken, mache ich denn nicht, oder mache ich nicht, das sage ich auch nicht, von Herrn Koch, der hat immer sehr viel mehr Dynamik. Und aber zweite kurze Anmerkung vor diesem Hintergrund dessen, wie Sie definiert haben, was nicht Citizen Science Research ist, muss ich gestehen, wenn ich kenne oder ich mich zu Ende beschäftigt habe. Ich habe dieses Beispiel von das Sie präsentiert haben zu psychischen Erkrankungen, ich habe es nicht verstanden, wo da wirklich die Citizen Science Komponente dort ist, wie Sie es postuliert haben, aktive Mitwirkung und so weiter. Denn ich hatte den Eindruck, das wäre eigentlich ein klassisches sozialwissenschaftliches Projekt mit einer Online-Plattform, nämlich Werte und Einstellungen abfragt, etwas anderes, sondern die Einstellung von Menschen oder die Beurteilung von Menschen darüber, dass Forschungsfragen sein könnten, was von ihnen analysiert wird und dann weiterverarbeitet wird. Es war ja nichts vorgegeben. Also wir haben ja nicht gesagt, beurteilen Sie etwas, sondern wir haben gesagt, was soll erforscht werden. Ja, okay. Also im Sinne dessen, wie Sie selber so dieses Herz definiert haben, habe ich nicht verstanden, wieso denn Sie das Herz definiert? Diese Frage ist so die aktuelle Tätigkeit am Forschungsprozess. Ja, und da schalte ich mich einfach ein, ist die Definition ein bisschen hart. Insofern, dass Sie auch die Vogelzählung nehmen, als eines der durchgängigen Beispiele, die bis zu einem gewissen Grad Datenerfassung haben, und die aktive Einbindung im Forschungsprozess bis auf die Datensammlung begrenzt gegeben ist, oder? Ja, wobei die meisten Börder zum Beispiel beim Vogelatlas mitarbeiten und so, da geht es dann schon noch weiter. Hier steht und ja auch. Das Projekt von der Lucia so verstanden, dass das jetzt der Beginn ist. Man bindet jetzt die Bevölkerung in die Fragestellung mit ein und dann geht es noch weiter. Sie waren ja dann auch, also die Community war ja auch wieder aufgerufen, die Ergebnisse, also die Themen
zu beurteilen, ja, was davon ist tatsächlich wichtig, und also im daraus resultierenden Forschungsprogramm wird Partizipation ja auch ein Aspekt sein. Also ich habe das Gefühl, wir verstehen uns gerade nicht. Nein, vielleicht kann man nicht mehr durch, wie ich es besser verstehen. Also wenn es wird, aber so klar, wie Sie sagen, dass es eigentlich nur der Anfang war und dass es weitergeht und dass dann die Bürger auch beteiligt sind in der Beurteilung und in der Bewertung und so weiter. Auf jeden Fall. Und zum, darf ich nur auf die erste Frage antworten? Und zwar zwecks einer BOKU, weil wir sind ja von der BOKU und wir haben ein Netzwerk an der BOKU jetzt kreiert, wo wir departmentübergreifend und institutsübergreifend alle Citizen Science Akteure zusammenholen, die eben schon länger drinnen sind in diesem Bereich, nicht in Citizen Science, aber halt eben Participatory Research oder wie auch immer. Und es wäre schön, wenn wir da noch neue Leute finden dafür. Weil das gibt es erst seit einem halben Jahr und wir wissen ja selber nicht, was an der BOKU alles passiert. Und deswegen haben wir jetzt dieses Netzwerk gegründet, damit wir da wenigstens innerhalb der Uni mal gemeinsam weiterarbeiten können und nicht da schon parallele Strukturen aufbauen, obwohl es im eigenen Haus ist. Sind die Fragen? Kann man vielleicht danach auch noch einen Teil. Ich glaube, das Problem darin war die Definition von Personen zu ihrer Meinung oder Einstellung befragen, ist nicht Citizen Science. Weil es gerade dieses Dialog mit der Gesellschaft in Dialog treten, eben auch zur Fragestellung sehr wohl Citizen Science. Das heißt, ich werde mich in dem Tun, bin ich ja mich völlig eins mit der Definition, aber in dem Ausgrenzen des Dialogs, in dem Ausgrenzen von Meinung, Einstellung befragen, eben auch zur Fragestellung, da müsste ich die Definition von Citizen Science dann für mich ein bisschen erweitern. Also ich glaube, da war die Diskrepanz jetzt da natürlich, oder will ich da? Das ist ein schöner Aspekt jedenfalls. Also wenn es jetzt nur beim Dialog bleiben würde, dann wäre es noch nicht Citizen Science. Nur wenn ich jetzt mit der Bevölkerung rede und kommuniziere, ist das noch keine Wissenschaft. Die Erweiterung um den Dialog ist sehr wichtig. Ja, und das ist als erstes mal der Dialog. Das heißt, auch hier ist eine Art von Dialog und Fragestellung. Wie soll ich denn drauf kommen, welche Fragestellung die Bevölkerung interessiert, wenn ich nicht mit ihr in Dialog gehe und sie nach ihrer Meinung frage? Also da müsste man das Ganze entweder ausklammern oder ich nehme es mit rein. Das wäre für mich eine Grunddefinitionsgeschichte. Ja, ich nehme es mit rein und gehe dann weiter damit. Wenn ich damit stehen bleibe, ist mit Citizen Science. Es ist voll wichtig, das stimmt natürlich, und ohne dem wird Citizen Science wahrscheinlich auch nicht funktionieren in diesem breiten Prozess. Nur wenn ich da unten stehen bleibe bei der ersten Befragung, sind wir noch nicht bei Citizen Science angelangt. Das wäre dann eine Meinungsumfrage. Naja, zwischen Persönlichkeitsfragebogen, Meinungsumfrage, ich weiß nicht, ich sehe das nicht ganz so. Okay, das ist ja nicht steingemeißelt, ich habe das einmal hingeschrieben und wir können es gerne erweitern. Ich würde sozusagen an die Citizen Science Projekte machen. Du hast erwähnt, also es ist relevant, weil es das Forschungsdesign beeinflusst. Da habe ich den konkreten Beispiel gefragt, wie sehr der Ansatz von Citizen Science das Forschungsdesign beeinflusst hat. Bei Roadkill jetzt komplett, weil ich. Von der Tabelle. Ich könnte jetzt meine Daten nicht generieren, wenn ich die Bevölkerung nicht mit einbinde. Ich wäre als alleiniger PhD-Student nicht in der Lage, über ganz Österreich flächendeckend über einen längeren Zeitraum hinweg meine Daten zu erheben. Das wäre nicht möglich. Und andererseits, bitte? In Bezug auf die Datensammlung. Genau. Und andererseits sagen mir die Teilnehmerinnen auch, wo sie schon wissen, dass es Hotspots gibt, zum Beispiel, wo immer wieder Tiere überfahren werden, die kann ich auch wieder nutzen, diese Information. Das ist einfach lokales Wissen, das ich nutzen kann in meinem Projekt, um Hotspots herauszufinden. Also das beeinflusst mein Design sehr wohl, und jetzt im nächsten Schritt bin ich durch die Einbindung der Bevölkerung darauf gekommen, dass ich mein Design teilweise ändern muss, weil ich die statistischen Analysen so nicht durchführen kann, wie ich es mir zuerst gedacht habe. Ja, also durch diesen Dialog mit der Bevölkerung bin ich ja drauf gekommen, was hinter den Daten steckt, die ich erhebe. Also das beeinflusst es immer wieder durch das Feedback.
Wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit, aber bei uns zeigt sich, also eine, zum Beispiel eine Fragestellung, die sich jetzt herauskristallisiert aus diesen vielen, ohne dazu jetzt ganz konkret zu werden, ist das Thema kinderpsychisch kranker Eltern. Warum bleiben manche gesund und andere nicht? Jetzt zeigt sich, dass das ein völlig unbeforschtes Gebiet ist. Es gibt keine Studien dazu. Also ich will jetzt hier nicht, dass Sie in einem Jahr zu mir sagen, Sie haben gesagt, das wird so sein und dann ist es doch nicht so, aber es schaut jetzt einmal so aus, als wäre das eine der Forschungsfragen, mit der wir weitergehen können. Gleichzeitig zeigt sich, und das war für uns sehr spannend, weil die Jury, die wir dann zusammengestellt haben, also diese Fachjury, die auch noch einmal beurteilen sollte, womit oder was geht durch unseren Filter da jetzt wirklich an Neuigkeit durch. Das waren Psychologen, Psychiater, Betroffene, Angehörige, Experten aus dem Pflegebereich. Und die haben einmal gesagt, sie haben überhaupt noch nie in dieser Konstellation miteinander gesprochen. Also da entwickelt sich schon sehr viel, was aufgrund der Fragestellungen, die wir von den Bürgerinnen erhalten haben, sich sozusagen dann, was vorher nicht geplant war. Also wir haben nicht von vornherein gewusst, wie wird unsere Jury aussehen oder ein Forschungsprogramm, das wir anstoßen möchten, muss auf jeden Fall viel interdisziplinärer sein, als wir es je uns vorgestellt hätten, sagen wir mal so. Hat es noch eine Frage gegeben oder hat sich das... Ich bin ja noch relativ neu und so wie ich das jetzt verstanden habe, dann ist es in Wirklichkeit rein definitionstechnisch offensichtlich so, dass es dann Citizen Science ist, wenn die Bevölkerung im Endeffekt, also die NichtwissenschaftlerInnen, dann irgendwo einen Einfluss haben auf die Forschungsfrage, die aus Forschungsergebnissen jeden Fall, weil es eine Datenerhebung ist. Ja, um das so zu formulieren. Aber auch dann in Bezug auf was jetzt wirklich erforscht werden wird, kann dadurch von anderen Einfluss aus haben. Und dann denke ich mir, so wie ich das jetzt verstanden habe, dann ist es Citizen Science. Also vielleicht, um es ein bisschen klarer zu machen. Im Sinn von, ich habe das einen interessanten Hintergrund, da an gewisse nicht involvierte, die jetzt nicht von der Fakultät kommen, dann die Frage zu stellen, was ist jetzt interessant und was könnte eine Forschungsfrage sein. Etc. aus einem Auswahlkatalog, wenn ich das richtig begriffen habe. Ist ja das so passiert? Wobei, genau, die Auswahl hat sich aus den Themen... Die Ergebnisse so gesehen, und auch wenn es da ist, extrem anonymisiert war, in Form von Fragestellungen etc., aber es wurde zurückgespielt. Genau. Und durch dieses Hin- und Herspielen, denke ich mir, dadurch gibt es dann erst Citizen Science. Und wenn es nur eine Datenerhebung ist, dann ist es ganz wichtig, welche Kontext dieses Modul über Internetplattformen oder wenn ich auf die Straße stehe und mein Zehen ausführen muss, ist es in Wirklichkeit genau das selbe Prozess und ohne eine Fremdbeteiligung geht es einfach nicht. Ja, sonst kann ich nur mehr Eingang machen, das ist ja das Wort. Das wird für eine wissenschaftliche Studie wohl erreicht. Ist das jetzt? Für mich und unser Projekt würde ich hier ganz viel mitnehmen. Für mich und unser Projekt würde ich hier ganz viel mitnehmen. Ich denke mir, das ist der Punkt, wieso Sie sich da so genau. Dazu erreichen haben. Richtig. Wir wollen ja auch in dem Sinne legitim. Vielleicht auch noch ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall, also Beteiligung von Bürgerinnen war, also in normaler Wissenschaft ist das normalerweise wirklich, du machst ein Survey, also du machst irgendwelche Häkchen. Also es ist sozusagen mehr Bürgerinnenbeteiligung, ob das jetzt wirklich zu diesem komplett dialogischen Element immer zuspricht, das ist. Auf die Forschungsfrage etc., was wird dann wirklich jetzt erforscht, ist nur dann ist das auch gegeben. Genau. Wenn ich es nur interview und auswerte, dann habe ich den nicht gefragt, was soll ich denn auswerten. Ja.
Also das ist auch sicher alles sehr weich. Also ich persönlich finde es schon mal interessant. Und es müssen ja auch nicht immer alle Aspekte von Offenheit oder von Bürger, also muss nicht in jedem Abschnitt alles gemacht werden. Und es kann nicht in manchen Situationen im Arbeitsblock KooperationspartnerInnen zu schützen, um es so zu formulieren, für jeden persönlichen Repressalien, dann kann es einfach wichtig sein, auch gewisse Bereiche nicht zu öffnen. Weil selbst über Facebook ist es natürlich Anderer relativ banaler Hintergrund, warum wir das relativ stark jetzt definiert haben für uns, war der, dass wir nicht wollten, dass Citizen Science zu so einem Passwort wird, dass auf einmal alles Citizen Science ist, wo irgendwie die Bevölkerung mitarbeitet, ja, oder befragt wird oder so, dass das nicht zur neuen, Entschuldigung, Nachhaltigkeit wird. Ja, und dass man da am Anfang so sagt, okay, das ist Citizen Science und das ist es nicht. Einmal jetzt am Anfang. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt ganz schnell Richtung Buffet überleiten und nur noch ein paar Punkte darauf hinzuweisen. Es fängt jetzt am 11. April hier an der BOKU oder auf der alten WU. An der alten WU. An der alten WU, also auf der BOKU auf jeden Fall, eine Lehrveranstaltung zu Citizen Science in Ökologie. Es wird auch eine Vorlesung geben zum Thema Urheberrecht und Open Science. Genau, da kann, ist eine Vorlesung und ein Seminar, kann man sich auch noch anmelden, wenn ich das richtig weiß. Ja. Also wer das, was heute besprochen wurde, vor allem den Citizen Science Aspekt spannend gefunden hat, einfach besuchen, lohnt sich sicher. Genau, und nochmal den Link, wenn man sich die nächsten Veranstaltungen von uns anschauen will und die Videos. Ich hoffe, es war ein spannender Abend und die ausgearbeiteten Materialien werden wir auch im Internet online stellen und wir wollen da auch kontinuierlich Informationen, Wissenssammlung betreiben zu diesen beiden spannenden Themen. Und wer Interesse hat, an diesem Thema ein bisschen mehr dran zu bleiben, am besten einfach zu Leuten von uns hingehen. Ihr könnt mich auch gerne direkt anreden oder eine E-Mail-Adresse geben. Ich habe auf jeden Fall vor, diesen Themenkomplex auch weiter zu betreuen und das kontinuierlich reifen und wachsen zu lassen. Und freue mich natürlich sehr über Feedback und Partizipation. Ja, danke fürs Kommen und ich darf euch dann eben noch herzlich zu ein paar Getränken mit allen einladen. Danke.